Fuß gehen. Ja, Terros, okay, okay. Müssen die anderen beiden sagen. Mir ist egal, also die ersten Bosse, glaube ich, kriegen wir auch zu zweit geheilt, oder Martin? Denke schon. Ja, ja, Terros bestimmt, der in der Mitte steht. Eine Methan, die immer klopft. Mit Fäusten, ja, ja. Ja, aber dass sie das rausgepatcht haben, ist auch Schwester. Wer bekommt hier die PIs? Ich. Das ist ja schon alles, Kalligos! Was wurde rausgepatcht? Ich mach auf Dino. BOEs vom ersten hier. Das gab's am Anfang? Ich dachte, das gab's nie. Normalerweise gab's das in WoW seit 20 Jahren und in jetzigen T haben sie es rausgenommen. Jetzt ja, ja, das war ja. So, Steinchen noch. Ich werde eure Schädel unter meinem Fuß zermalmen. Na, jetzt mal. Die Liste Mensch. Kurz. Ist alles zu mir nehmen hier. Mask, Rune. Okay. Jo. Was ist mit der Skillung? Was habe ich denn da? Ah ja, okay. So. Haben wir alle Boss? Hunter, okay. Ich warte mal ganz kurz, bis Hilda zurückkommt hier. Also habt ihr alle schön DBM und so ein Shit geupdatet? Ich würde das nur mal probieren mit dem Timer. War jetzt heute nochmal ein neues Update übrigens. Naja. Ich habe kein DBM. Okay, aber hattest du Probleme vorher? Nö. Seht ihr den Timer? Den Puls. Ja. Ja. Ah, okay, dann. 5, 4. Nehmen wir den jetzt schon? 3, ja, ja. 2, 1. Dann wollen wir doch mal sehen, ob ihr würdig seid. Flächenschaden gleich. Verbrannt. Das Mal eurer Zerstörung. Alle zu mir. Zielt auf dich. Flächenschaden gleich. Verbrannt. Ich verbrenne euch zu Asche. Das Mal eurer Zerstörung. Alle zu mir. Fläche unter dir. Fläche unter dir. Flächenschaden gleich. Zu Asche! Das Mal eurer Zerstörung! High Energy. Total verbrannt! Add. Zielt auf dich. Fläche unter dir. Umzingelt unsere Feinde! Keiner darf überleben! Eine Switch. Machst du uns gleich wieder ein Portal? Steht. Oha! Das hat was gefehlt! Nein! Ja, klar! Ich bin's halt nicht gewohnt mit dem. Dann bist du noch rechtzeitig in Execute-Phase. Das stimmt, wir haben keine. Doch Anko kann ich da erzählen, ne? Ja, soll ich doch was noch machen? Naja, hey, jetzt hat Tobi schon gemacht. Ich bin das random im Plus gewohnt, dass die Evoker nicht ziehen können, so. Wir haben es doch nicht. Das ja, blöd. Ich war jetzt so da drin, dass. Alle zu mir! Ja, alles gut. Ich habe GZ für Millionär. Gibt's uns was ab?
Können wir uns in die Lüfte schwingen, Kalibas? Kommst du nicht an, glaube ich. Eher nicht. Meinst du, wieso? Das war keine Angelegenheit. Ich kann nichts ausnehmen. Der Himmel. Ich kann auch nicht keiner von uns gelootet. Liegt alles noch drin. Wir müssen den Primalisten die Macht nehmen, bevor wir die Sturmfresserin angreifen. Ja, aber ich kann das Lootfenster nicht aufmachen. Sie werden es uns nicht leicht machen. Champions, macht euch bereit. Wow, es geht schon angemacht, cool. Hast du überhaupt gestern verstanden, was ich gemeint habe? Ich werde mich eingeladen. Ich glaube, Patrick, du warst es, gell? In der Gilde hast du mich eingeladen, gell? Also ich dachte, gesagt, ich bin in der Gruppe schon. Du warst es, oder? Nee, das habe ich verstanden. Ja, das habe ich schon verstanden. Wegen Randy Andy war ich da schon in der Gruppe drunter mit. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Machen wir die Primalisten auch? Ja, wenn wir jetzt schon so sind, will ich dann einfach eine Frage. Bitte, ja, weil ich bräuchte da immer noch zwei Teile, die ich immer noch NHC anhabe. Du meinst Council, oder? Also den Rat? Hm? Ja, ja. Ja, den sollten wir machen, auf jeden Fall. Dann müssen wir hier links rum. Ich bräuchte von auf mythisch von dem die Offhand, weil ich habe eine 421 Waffe, kann die nicht tragen. Ich bräuchte die Offhand überhaupt mal auf HC. Kannst du gleich wieder zurück, Nina? Ja. Achso, du brauchst die auch, okay. Wow. Ist die eigentlich schon mal gedroppt, die Offhand? Bestimmt irgendwo. Ja, nee, vom mythisch, die zwei haben wir das zweimal gekillt, die oder dreimal. War die schon mal da? Ja, auf jeden Fall einmal da, ja. Ich hab's HC an sich gerade. Ich dachte, das wäre höher als 400 Stoll. Du meinst die Tempomeisterschaft? Okay? Genau die. Ja, genau. Die ist gedroppt, ja. Die ist halt strong. Ja, ich kann immer die Waffe nicht leider nicht tragen. Die brauchst du vor allem 24, aber ja. In der Offhand bringt mir das nichts. Ich hab zwar Offhand, aber das lohnt sich dann nicht mit 415 und so. Ich hab den ganzen Loot gekriegt übrigens. Aha. Oh ja, hast du ein Trinkrate und hast das Ding nicht mehr angemacht dann noch? Nö. Bei mir hat mein Account ja alles gepasst. Also ich hab eigentlich mit Council an. Aber kein automatisch passt. Auch an. Hast du den dann noch ran, dann zerdrückt der eine der dann. Ich hab's automatisch passt eigentlich auch ausgemacht, ne? Ja. Das ist trotzdem gemacht ist. Wobei stimmt nicht. Ich hab nur die Brust gekriegt. Naja, den Rest habe ich ja quasi dann gewürfelt, weil ich eigentlich kein Auto passt. Also ich habe Stoffhosen, braucht die noch wer? Ihr könnt ja eben kurz reingucken, müssen wir hier keinen. Wenn eh nur ganz wenige Leute sein, die irgendwas brauchen. Nö. Und die Plattenschultern habe ich im Inventar und du hast Leder bekommen, ne, Nina? Irgendwas? Ja, ich habe die Lederbrust, wenn die jemand will. Ihr könnt slash Loot eingeben, kriegt ein kleines Fenster rein, seht ihr, was gedacht ist. Ich würde sie zum Upgraden nehmen, Brust. Die ist aus dem Raid, die kannst du nicht upgraden oder aus dem Monster? Doch, die kannst du auch upgraden. Ja, die kannst du umtauschen kannst. Umtauschen kannst du die, aber upgraden kannst du nicht. Also hier wird, also aus den Teilen würde ich hier keinem empfehlen, irgendwas in einen T-Teil zu denken. Ich hab 395er T-Teil noch. Ja, aber das hier... Du kriegst dann 415er, ne? Ich würde nichts aus dem Raid tauschen, weil das viel höher ist von dem Plus. Also das Einzige, was hier eigentlich jetzt nur noch irgendein Value hat, sind die Trinkets und die Ringe mit den Effekten drauf. Der Rest ist eigentlich aus einem Schluss über Upgrades. Wenn's mal droppt. Ich warte immer noch auf so ein Transmog-Teil. Auch noch so ein Schluss. Ja, okay, Transmog, ja, aber... Also wie gesagt, Brust brauche ich nicht. Ich habe das Transmog, wenn jemand haben will. Transmog könnte ja rollen. Ja, genau. Also... Die Lederbrust, ich brauch's nicht. Ich hab's ja als Transmog. Dann kriegt der Stief sie. Stiefe. Wo ist er denn? Der Stief. Stief! Aber mit der nicht tanken, ne? Jetzt sind wir schon in Fight.
Nein! Oh doch, das war's kurz. Wo ist denn jetzt diese scheiß Kackbrust? Warte, warte, wie heißt die denn? Oh Gott. Kackbrust, hast du doch eben gesagt. Ja. Oh, dankeschön. Geht schon. Raus mit dem Kreis. Ich will nicht sterben. Ich glaube, hier stirbt man gar nicht, wenn ich weiß. Ja, sag, frag das mal unserem Pala beim ersten Mal. Pala hat Bubble, wieso kann der sterben? Ruhestein, Bubble oder wie auch immer und dann stirbt er nicht mehr. Nie gelesen, was sie schreibt. Spricht das doch so scheiße aus. Bild nappt die Erde. Hab ich immer verstanden. Auf Englisch hört man's, was sie sagt. Deutsch ist total strange. Bild nappt die Erde. Was ist mit der? Die Berührung des Blitzschlags ist unberechenbar. Was mit dem Kampfmodus jetzt? Ein Kurs zeichnet euch für alle Ewigkeit. Es ist schon so warm geworden, dieses Katastrophe. Schon zweistellige Temperaturen. Mögt ihr das? Ich mag Kälte. Boah, mag sonderbar warm. Ja, im Urlaub oder so, ja, klar, sicher. Aber so zu Hause ist für mich kühler besser. Nee. Heißstrand. Weil das ist einfach falsch, Geno. Ja, also das ist, also du musst wissen, es wärmt sich hier schnell auf bei mir. Ja, er ist kalt. Weil du ein heißer Typ bist, Alter. Ja, ja, na kann klar. Ich kann auch einen Cappuccino trinken. Nichts als Cappuccino. Ah, ja. Nächster Char-Name confirmed. Gleich sichern. Moment, kurz umloggen. Das eine ist von euch. Cappuccino, so. Aber dann bitte mit K. Also Cappuccino. Ja, ja. Was soll das dann macht werden? Bleibt ihr so mit zwei Heilern oder was? Oh, müsste eigentlich funktionieren. Ich ja, mach den Schall. Melee Hunter. Wir machen das schon. Zum Soaken. Melee Hunter? Ja, oh, dann. Das klingt wild. 5, 4, 3, 2, 1. Was für ein Spaß! Wollen wir spielen? Beachte deine Schritte. Öffnet sich! Ich werde euch läutern! Abstand Blitzschlag! Säubere das Feld von diesen Entartungen! Staub! Flammender Stahl! Versenkt euer Fleisch! Denkt dann, dass sie ein bisschen gleichmäßig sterben, ihr lieben DDs. Sterbt! Entartungen zerschmettert! Frage von Freund. Beachte deine Schritte. Öffnet sich! Werdet von der eisigen Umarmung des Blizzards entschlungen. Fläche unter dir. Zerschmettert! Ich werde euch läutern! Abstand schwächt in der Macht des Sturms! Staub! Beachte deine Schritte! Flammender Staub! Ja, ein Stückchen ziehen die. Einer den Blitz sollten bitte kicken. Fläche unter dir. Staub. Abstand 5. Säubere das Feld von diesen Entartungen. Beachte die deine Schritte. Öffnet sich.
Ich werde euch läutern. Staub. Ich zerbreche. Flammender Stahl. Versenkt euer Flammen. Ihr könnt. Meine Wut brennt. Halt. Ihr werdet meinen Zorn erleben. Schattenbeine, Stoffkopf. Bei mir ist irgendwie kein automatisch passend drin, obwohl ich Loot Council anhab. Keine Ahnung. Ich würde für die Beine mal rollen auf Transmog. Wenn Cedric auch rollen will. Transmog K. Ja. Und Stoffkopf habt ihr noch, ne? Naja. Irgendwann kommt das vielleicht auch in mein Inventar. Und wie sie alle die Drachensplitter rausziehen, ne? Das ist wirklich wichtiger. Ja, das ist nützlich. Ich hätte lieber einen Drachensplitter als jetzt Transmog, muss ich ehrlich sagen. Ich gebe dir meinen Splitter für einen Funken. Oh, hört mal auf, ja, eben gebunden. Das geht gar Funken, nicht. Funken wäre echt nicht schlecht. Nee, ich hab glaube ich selber keinen mehr. Ich brauche noch einen für die Zweihand. Ich brauche auch noch. Oh, ich hab selber keinen. Es gibt halt keinen mehr irgendwie. Und random ich ist halt schwierig. Mythisch ist mir einer gedroppt vor einer Woche. Donnerstag oder? Gestern glaube ich eine Essenz. Das Beste vom Besten. Die Woche davor. Ganz cool, die Rasse. Okay. Jetzt weiß ich, was falsch war, dem Boss. Okay, alles gut. Sehr schön. Das geht auch? Ja, also man sollte auch. Ja. War nicht so gut. Einige Sachen nicht genüsslich nutzen sollte. Also ja, mehr Singleplayer gespielt als Multiplayer. War bescheuert. Verpeilt gerade. Müsst der Schaden nehmen? Hast du drauf? Sag mal einfach, ich habe meine Coolers nicht genutzt. Gar keins. No. Denk nicht so viel dann, ne? Nee, das ist beschissen. Ich hab mir extra aufgespart und dann beim Trash und dann auf einmal. Ganz vergessen. Ich bin müde heute. Ich dachte, du hast ausgeschlafen für Rasegas. Ja, Arasa bin ich da wieder gehypt, indem ich da anschreie die ganze Zeit. Da seid ihr ja. Das bedeutet, Erhanok ist tot. Zwei und vier? Gar nicht resetten, ne? Für euch. Wie viel brauchen wir auf den letzten 2 und 4 oder was? Oder? Beseitigen das ich glaube nicht, dass wir so viele brauchen. Oh. Oder, warte mal, das kriegen wir noch besser. Für mich. War er ein Sohn? Ja, ein DD und ein Heiler, ein Tank und ein Heiler auf jeden Fall, ne? Und wie viele DDs ist die Frage? Das Schicksal Steve und? Ich würde sonst mitgehen auf Set. Ja, dann gehen wir mit. Sohn. Ja, und hier Andrea ist da. Kann auch noch mit dann. Stefan kann ja gleich, wenn ich um 8 weg muss, für mich als Alternative rein. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie wir laufen müssen. Achso, doch, das ist ja mit den 3 Eiern. Ja, da müssen jetzt neue Leute die Eier spielen, ne? Wer fühlt sich berufen?
ungern als Hengstel. Ja, militärtechnisch haben wir nicht so viel, ne? Ja, jemand, der bewegen kann sich beim... Dann hat Tobi gewonnen. Und Anko. Und Carsten. Ja, ich mach einen. Nee, ich hab das Bein kaputt. Was? Ich hab das Bein kaputt. In-game. Wie ist ja, also ist mir egal, wir brauchen zwei Leute. Ich mach eins. Ja, ich mach auch mal eins. Guck, Tobi prescht nach vorne, das ist gut. Dann kriegst du dein Dreieck. Nina und ich wieder bei den Ads, oder? Welche DDs gehen jetzt zu den Ads? Steve und was? Tim. Steve, Tim. Das war's? Esther. Das heißt, Cedric wäre theoretisch noch für Eier als Mili über. Cedric. Also, Daniela, du machst Ads, ich mach Boss, ja? Ja. Okay. Ja, ich bin auch noch mit beim Boss dann. Gleich. Cedric, Tobi, hier bist du halbwegs Bescheid, oder was? Halbwegs. Also ich markiere ihm mal die dritten Ads, die macht am besten Tobi, weil die immer weit weg sind. Die drei, hier zwei, das da. Seht ihr, der macht die Hust. Okay. Hallo. Dieses da in der Theorie. Sind noch hier hinten, sind noch drei. Ja, das müssten so ziemlich alle gewesen sein. Der Boss haut da seinen Lichtspeer-Gedönsstab, Blitzstab in den Boden und dann kriegt er so einen Action-Button. Da müsst ihr einmal draufklicken und dann verfolgt euch so einen Blitzstrahl und der Blitzstrahl muss durch das Ei durchgehen. Mehr ist es nicht. Ich muss auf jeden Fall die Red Cooldowns ausmachen. Ja, mehr ist es nicht. Also, wir sind die einzigen drei mit Mark hier, ne? Also, du müsstest dann quasi immer gucken, wo Kreuz ist. Und ich gucke, wo Kreis ist, ne? Die ersten Ads sind die hier vorne bei Rot. Die ersten Eier sind die hier vorne bei Rot, ne? Wenn ich den Boss halt hier irgendwo tanke und du siehst, ich stehe halt schon an dem Ei hier, dann machst du halt das andere, ne? Cedric. Und Tobi macht immer das, was hier am weitesten weg ist. Das ist hier hinten. Dann, die habe ich gemarkt, die so weit weg sind. Ja, mehr ist es ja nicht. Wie sieht's hier mit... gut aus. Ja, dann ist alle ready. Dann. Konzentriert euch auf die Eier. Wenn wir das verkacken, kriegen wir die Protodrachen dazu. Und ansonsten hauen wir den einfach um. Wegsteppern. Ich schieb jetzt die Gruppen nicht hin und her, Tim und Co. Ihr wisst ja, ne, wo ihr seid. Das war halt. Irgendwas ist da hingeflogen. Verteilen. Beachte deine Schritte. Blitzschlag. Hier kommt der Blitzding hier. Ja, einmal raufdrücken und hinter das Ei laufen. So. Nee, das ist nicht. Hier ist nur ein Zweier-Ad, das macht Cedric gar nicht alleine. Nimmst du das hinterm Boss einfach. Beachte deine Schritte. Also da, wo du gerade stehst schon. Ruf meine Brut herbei! Gleich steht ja. Sturm sei entfesselt! Und hier kommen drei, das ist dann dein grünes da hinten, Tobi. Töten. Verteilen. Beachte deine Schritte. Blitzschlag! Beschleunigt mein Fessle den Zorn des Orkans! Flächenschaden. Dann gehen wir hier in die Mitte. Machst du das Goldene da hinter ihm, Tobi? Auserwählte. Verteilen. Beachte deine Schritte. Und wir machen die hier direkt am Boss. Ihr müsst das statische Dingsbums von dem trotzdem kicken, weil wenn der mich stunt, kann ich nicht an die Ads. Hier sind wieder nur zwei. Verteilen. Beachte deine Schritte.
Echt töten. Blitzschlag. Beschleunigt meine Wucht. Flächenschaden gleich. Gleich Spezial. Ich entfessle den Zorn des Orkans. Danach gehen wir wieder in die Mitte. Steve, kurz mal bitte kurz deinen. Ich bin tot. Du bist tot. Oh. Code verteilen. Sorry. Hast mich umgebracht mit dem Proto drauf. Ja, was haben wir denn? Uns die Reihenfolge heute noch, weil wir eins zu viel gespielt haben. Vielleicht schießt ihr genau hoch. Okay, lebe wieder. Auf jeden Fall, das hinterm Boss muss weg. Also, wir brauchen. Ihr müsstet hier auch weg mit dem Netz. Ja. Macht der Hilfe bei den Ents? Ja, muss man einfach. Dann geh ich hin. Flächenschaden gleich. Verteilen. Beachte deine Schutzschilde. Habt ihr einen BR noch, einen Heiler, dass wir gleich setzen können? Martin hat den. Perfekt. Aber was, die Flucht von Anfang an tot, oder? So ziemlich, ne? Ah, da ist ein Proto, doch hab ich weggeklatscht. Beachte deine Schritte. Du musst halt eine Millisekunde warten, bis ich auch an den dran bin. Nee, das war beim Weglaufen. Zum nächsten Patch, zum zweiten. Achso. Hast du Akku verloren? Ja, passiert, wenn ich nicht auf dem bin. Und Release. Dann lieber warten, bis ich stehe und das Vieh bei mir ist. Weil ich muss ja laufen. Ich kann ja nicht warten, bis der... Ich muss ja warten. Muss ich. Oh, komm mal wieder an die Seite hier, wir starten von hier hinten wieder. Und ihr dürft nicht einfach so zwischendurch ein drittes Ei spinnen, ne? Das macht uns die Reihenfolge kaputt. Weil der Boss, der empowert immer zwei Eier, seht ihr jetzt gerade, ne? Die leuchten so blau. Und wenn er die zwei Eier, die er gerade empowern soll, die nicht da sind, dann sind die irgendwo am Arsch der Welt. Und dann kommt definitiv ein Proto-Dach raus. Na, das ging jetzt gerade noch so, aber das hätte uns am Ende jetzt ein bisschen Nerven gekostet. Ja, der Raid ist eigentlich ja, abgesagt, aber ich habe gesagt, komm, wir machen was, go. Vorsicht, da. Was drei Eier gesehen, anstatt Nöller. Vier. Ich hab ein Ei übersehen. Wir sind eigentlich 27 sogar, waren wir mit, waren wir einige IDs. Ja, ne, das wäre jetzt auf dem Rückweg quasi, guck mal, ich beim Mond. Ich gesagt, komm, auf geht's, ich bin jetzt extra wegen Raid da. Ich hab's ja nicht gesehen, dass abgesagt wurde. Das sind die beiden. Ich hab gesagt, ich bin da, jetzt mach mal was. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich sag's ja nur, das... Also so geht es nicht. Wenn sonst noch ein bisschen Probleme, aber ansonsten war es ja okay. Ja, normal. So zweistelliger die Anfang ist normal. Hier, ich kann nachher. Ich würde da gerne noch HC klicken, so in der 10 ID irgendwie. So, ihr habt hier mit den DDs habt ihr jetzt selber geregelt, ja, dass nur einer mitgeht oder? Oder wie oder was? Gino ist noch mit am Start, ja. Okay, perfekt. Achso, ich dachte nur, weil Steve tot ist. Willst du trotzdem hin? Achso. Weil Steve war ganz halt tot. Auch nur, weil Steve tot war, ja. Also, falls nicht, sag dann doch Bescheid. Ich höre ja. Nee, deswegen. Ja. Komm mal mit raus dann. Wenn's reicht, kannst du ja wieder nach drinnen gehen. Okay. So, was kommt? Ich hab das Spiel nicht mal mit einem Char geschafft, Schanelle. Wie soll ich da die Lust verlieren? 5, 4, 3, 2, 1. Spürt meinen Zorn! Verteilen. Beachte deine Schritte. Und wir starten uns gleich wieder mit drei Schritten. Beschleunigt meinen gleich Spezial. Entfessle den Zorn des Orkans! Kommt zu mir! Ja. Hier sind dann wieder nur zwei. Verteilen. Beachte deine Schritte. Ruf meine Brut herbei! Gleich Spezial. Sei entfesselt! Und hier ist wieder das Grüne dann drin, sorry. Ex töten. Verteilen. Beachte deine Schritte. Blitzschlag! Beschleunigt meine gleich Spezial. Entfessle den Zorn Abstand des Orkans! Flächenschaden gleich. Ja, okay.
jetzt in Mitte. Und das Goldene hier hinter dem Mark. Ein Dämon will irgendwo hin, nur nicht zu mir, auch gut. Und hier sind nur zwei. Verteilen. Beachte deine Schritte. Ex töten. Blitzschlag! Beschleunigt mein gleich Spezial. Welchen Schaden gleich? Jetzt gehen wir wieder in die Mitte und jetzt stehen hier noch genau zwei Eier, ne? Rot und das Silberne. Ja. Verteilen. Beachte deine Schritte. Ruf meine Brut herbei! Gleich Spezial. Erlege! Eure Bruthüterin ruft! Perfekt, jetzt gehen wir einfach ganz wieder an Eingang. Ex töten. Flächenschaden gleich. Hier wieder drei, oder? Nein, zwei. Die beiden. Beachte deine Schritte. Bis da hinten zum Goldenen sind jetzt immer noch zwei. Abfällt. Für das Rechte, genau. Hier sind zwei, jetzt sind hier zwei. Verteilen. Beachte deine Schritte. Ruf meine Brut herbei! Gleich Spezial. Sei entfesselt! Hier sind zwei. Wir entscheiden gleich. Zu mir! Verteilen. Beachte deine Schritte. Ex töten. Blitzschlag! Beschleunigt mein Entfessle den Zorn des Orkans! Hier kommen drei. Die drei hier außen. Machst du das da hinten vorbei? Genau. Und zerdrück das mittlere hier. Mach ich das hier vorne. Beachte deine Schritte. Ruf meine Brut herbei! Gleich Spezial. Sei entfesselt! Flächenschaden gleich. So, dann sind hier nochmal zwei und da hinten die zwei sind die letzten beiden. Verteilen. Beachte deine Schritte. Außerwelt. Blitzschlag. Beschleunigt mein gleich Spezial. Entfessle den Zorn des Orkans. Töten. Verteilen. Beachte deine Schritte. Ruf meine Brut herbei! Schaden gleich. Gleich schwebt ihr. Entfesselt! Töten. Eier sind kaputt, die können rumpeln dann. Sorry, Steve! Er hat dich mal rechts mich umzubringen. 20 Sekunden eh wieder Renz. Wenn wir in Battlerets rankommen, dann aufheben. Ja, dann haben gleich noch einen. Mhm. Gleich Spezial. Trotzdem noch sein AOE, warum das? Achso, ne, das ist der normale AOE, den der Post machen. Verteilen. Beachte deine Schritte. Gleich Spezial. Wildheit des Sturms. Fließt. Kann auch mit den Dingern einfach nur noch ausweichen jetzt. Verteilen. Knochen. Beachte deine Schritte. Gleich Spezial. Die
Flächenschaden gleich. Verteilen. Beachte deine Schritte. Ehrenbock, ich werde bald bei dir sein. Oh, Stab. Stab für einen Funke. Ich kann nicht. Stab für den Evoker, der nicht schon hat. Aber auf Normal oder hast du auch Champions? Gott, jetzt müssen wir zuschlagen. Oh. Ich würde den nehmen. Also Lust habe ich noch nicht verloren bei mir. Oh, ist das scheiße, Alter. Ich bin momentan so zufrieden, wie es läuft eigentlich. Ist wieder Handerbogen. Einen Tag HC, einen Tag mythisch. Gibt's wieder mal nicht. Und immer dann, wenn wir im Raid und zwischendurch im Plus, das passt. Ja. Habe ich gestern gesagt. Soweit zufrieden. Hab meine Ziele fast alle erreicht. Ist noch HC, Kli und dann. Fertig. Mein Char ist noch nicht fertig, also das dauert noch ein bisschen, einige Wochen, aber ja. Ja, braucht bei uns keiner, glaube ich, den Stab. Aber darf ich mal irgendwas etwas fragen? Ich hatte es bei keinem der drei Boss im Lootfenster. Ja, hatten wir alle nicht. Okay. Weil es irgendwie buggy ist da mit Ninas Loot Council, keine Ahnung warum. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, Loot Council ist bei mir an, aber ich muss automatisch, also ich muss manuell drauf passen. Aber es gibt dann kein Loot-Fenster für andere, warum auch immer. Aber mein Loot-Council ist aktiv und auch geupdatet. Ah, wer weiß, was da, keine Ahnung, los ist. Ist auch egal. Okay. Aber bei 10 Leuten oder 12 kann man ja noch easy rollen. Gibt hier da keinen Stress. Sind ja unter uns. Wir müssen sowieso gleich rollen, wenn wir Randoms mitnehmen. Ja. Unwürdige Sterbliche, denn ein Volk entfesselt halt. Ist, werden wir diese eine Woche auf dich gewartet. So, wie war denn das jetzt hier? Links war Lila, ne? Oder grün? Links ist eigentlich orange und rechts war Lila. Letzte Woche hast du es andersrum gemacht. Aber ist orange? Achso, oder was meinst du mit links ist orange, rechts ist Lila. Rechts ist Lila. Na, mit den Bomben hier. Achso, da ist rechts Lila, ja. Letzte Woche hast du es andersrum gemacht, das war total verwirrt. Mein Addon sagt mir zwar links, rechts, aber die Farbe sagt mir, geh orange. Ich hab letzte Woche gar keine Marks gesetzt. Ja, irgendjemand anders halt dann. Ja, sehr. So, aber dann passt es jetzt, ne? Links orange und rechts lila. Ja, so müsste es sein. Sonst sage ich es dir nochmal. Kann eigentlich jemand den 418er Stab machen? Ich kenne wen, der den kann, aber hier nicht. Okay. Nee. Einfach im Handel. So viel zahlt man gar nicht mehr. Nee, so, wie ist der Plan jetzt, Patrick? Ja, ich glaube, Nina muss jetzt los und Stefan kommt dann rein. Ja, also einen Try würde ich noch mitmachen, aber das danach, ja, kann man da tauschen. Du spielst Heal, Patrick? Ich bin jetzt Heal, ja. War ich eben auch schon. Wir können mal gucken, wie es mit dem Damage aussieht, bevor wir random suchen. Ja, ich würde... Weiß ich nicht, Gruppe 1 plus Esther und Gruppe 2 plus die Heiler, oder was? Haben wir einen Heiler weniger, dafür ein DD mehr? Wo geht Carsten lang, links oder rechts? Wir sind links, also ich bin eigentlich immer links und Nina ist irgendwo am rechts. Spricht was dagegen? Nochmal was mit Crew. Gruppe 1 plus Esther links und Gruppe 2 plus die beiden Heiler rechts. Dann haben wir ein DD mehr, dafür zwei Heiler nicht. Also wir haben einen Heiler weniger, so, aber dafür ein DD mehr. Punkt. Und die haben drüben Steve, Cedric und Gino. Ja, das ist halt die Frage, wie. Also die müssen da halt durchpratzen, ne? Also da ist ja, klar. Mit, warten 1, 2, 3, weil die ein DD weniger sind, ne? Nee. Ja, muss gehen. Ballern, ja, ist so. Die hast du durch Bedarf gekriegt. Also ich sag jetzt mal, wenn du die Beine nicht brauchst und den Stab auch nicht, dann kannst du es einfach Tobi drücken und Tobi kann das dann. Nee, Stab hat Chicken. Ja, oder so. Na, einfach Tobi reindrücken, der kann das dann. Ja, ich würde es halt zum Upgraden nehmen. Ich werde erstmal nicht die Punkte dafür haben, weil ich was anderes aufwerfe. Ja, Räder Bruch bei dir oder was? Ach, die Beine würde casten, ne? Plattenbeine sind irgendwo noch, ja. Ich will jetzt sparen. Wo bist du? Ja, warte. Muss Tobi erstmal kurz die geben, die Platten. So. Guck mal, das funktioniert wieder, ne? Das Automatik-Ding, keine Ahnung. Wir sind alle ready. Ihr wisst jetzt, auf welche Seite ihr sollt, ja? Ich frag nur nochmal. Ja. Ja.
Okay. Eins links, zwei rechts. So, die anderen werden ja wissen wollen. Ich glaube drei. Und drei auch. Drei geht also auch rechts, ja. Und ja, Esther und geht dann mit nach links. Na dann, schauen wir uns mal an. Let's go. Ich habe keinen Pooltimer. Ich kann nichts machen. Ach so, ja. Patrick slackt wieder. Ja. Ich hab sogar Staub bei, ist das nicht unglaublich? 3, 2, unglaublich. Das Zeitalter der Inkarnationen. Überhaupt Minis? Aber gleich reinnageln hier, ne? Boah. Ich dachte, wir spielen Bosskampf, nicht was anderes. Ach so, ja. AOE. Komm, AI, Chef. So, der steht jetzt ganz weit links, die zweite Fläche. Ach du Scheiße. Mein Killer hat nichts benutzt. Ich kann den gerade nicht anfokussieren, warum auch immer. Ja, das finde ich schon. Ich glaube, du hast einen von meinen gekickt. Ja. Dann ist von mir einer weggegangen. So. Nichts wird mehr aufrecht stehen. 2% fehlen uns noch, ne? So vor der Basis. Wollt ihr da rein? Wollt ihr da rein? Ja, ich spiel noch. Ich stehe auf. Ja, jo. Schön voll machen, Leute. Mach die nochmal. Mach den, du bist auf der falschen Seite. Alter. Falsche Seite. Bleib jetzt hier, das ist die Geilste. Da muss Daniela jetzt durchziehen. Ja, klar. Immer auf die haben kleinen Dudos. Die macht das einfach behaut, dann geht das schon. Ja, der Zirkel des Szenarios hatte ich alleine gelassen. Aha. Ui, ist das so viel schon? Dafür haben wir jetzt beide Diebenhandel. Das ist ja nicht schlimm, das war so geplant halbwegs tatsächlich. Ja. Gib mir mal eine Eisenbohrer, wenn du kannst. Passt du? Ja, schon. Mal gucken, dann kommt der Drache. Ja, den baiten wir nochmal hinten. Ja, ich liebe es, wenn dein Plan austüftelt. Könnt ihr hinten den Sturmrufer noch kicken? Der Sturmsucher heißt der Attacker. Achtung, geht's zu uns durch. Oh go, Damage, bevor der Drache kommt. Ja, belief. Auf alle rüber. Okay, wir kommen gleichzeitig. Ja. So, ich habe hier sind keine Marks, ihr wisst ja, wie wir stehen, ne? Blau in der Mitte, rot außen. Ja. Mit euch halt. Ich glaube an euch nicht. Und wir sind jetzt ja nicht so viele, das heißt wirklich, wenn ihr blau habt, direkt nach innen laufen. Dann. Phase 2. Ich schieb mich rein mit dem Lauf, oder? So, blau hier vorne, direkt in seiner Schnauze. Let's go.
Vielleicht kommt laufen, genau. 5 Sekunden oder 6. Versucht mal alle auch noch auf der gleichen Stelle hier zu bleiben, ne? Damit wir in die gleiche Richtung noch werden. Und warum geht da, wenn ihr wollt? Der Sturm trifft euch! Dann kommen die Debuffs nach draußen. Großen Kreise. Verheerung soll sich ausbreiten! In 6 Sekunden kommen dann die jetzt. Verteilen. Die Elemente gehorchen mir! Wayne. Die Macht des Sturms trifft euch! Wird das mal gepickt? Und lauf. Ach ne, Platinus ist das. Entschuldigung. Fehlt einer falsch, oder? Ich hab keinen Mark. Nee, ich hab das Mark auf dem Kopf mit X, aber das ist nicht mein. Also ich hab keinen Mark, ich weiß nicht. Ich stehe irgendwo. Ja, weil ich bot was, ne? Deswegen. Mark! Ja, es ist eh vorbei. Das Schild kann man checken. Ne, sieht so aus, weil ich hab Kreuz halt auf mir drauf gehabt, aber. Ja, das hat genau die Sprechblase überlappt. Ja. Hui! Sieh es, komm, ihr legt den. Du vielleicht drüben trotzdem rot oder so stellen, damit wir wissen, wo wir zurückgekickt werden, auf die Schnelle dann, als die P3 dann kommt. Ach ja. Kann ich machen, ja. Ist halt, weil sind wir eh ja, alle verteilt, nachdem die Ants down sind, dann müssen wir dann suchen oder uns orientieren, ist einfach direkt zum Markt laufen, einfacher. Also ja, für mich zumindest. Ist halt im Grunde nur Richtung Hauptplattform hin. Aber ja, ja, aber je nachdem, wo man steht, ob so dreimal im Kreis laufen, schau, wo man ist. Ich möchte nicht ins Nirvana gekickt werden dann. Schauen wir mal, was Echt? Ich für euch habe. Ja, aber für First Try ist das doch okay. Das ist super schnell, ey. Das kann man aufbauen. Und ich nehme mir das Mark vom Kopf auch, ja. Das war vom Bus davor noch. Hat hier noch einen anderen Mark? Ich glaube, Zettel hat noch Kreis. So, rot ist dann. Ja, mal kurz zum Warten. Wir würden in einer Minute schnell Pipi. Ja, hast du Stefan Bescheid gesagt, oder? Ja, ich schreibe ihn gerade. Okay. Und ging das drüben bei euch mit der Heilung mit einem Heiler, oder? Kein Problem. Ja, klar, ich habe meinen Arschwund geheilt. Ja, dafür bist du ja jetzt hier. Jetzt immer so. Ja, klar, mach ich. Action, ja. So. Wenn wir jetzt noch Leute mitnehmen, auf wie viel machen wir dann? Weiß ich nicht, ob wir es nochmal so probieren oder? Ja, ich würde es erstmal nochmal so probieren. Ja, weil es hat ja gerade gut geklappt, würde ich sagen. Am Anfang nochmal so 1-2% schneller runter, damit wir da noch die eine Ability nicht abkriegen. Das wäre noch ganz gut. Hast du deinen Stab gezogen, Anko? Hast du deinen Stab gezogen am Anfang? Ja. Mhm. Aber alles versetzt. Ja, macht das nicht. Er war halt blöd. Also ich ziehe auf jeden Fall jetzt immer den KR nach dem Stab. Ja, ich weiß nicht, ob wir KR lieber für die zweite Phase aufheben, anstatt für P1, wo nichts passiert. Patrick, haben wir uns darüber mal unterhalten? Ja, dann... Ja. Beim P1 passiert halt... gar nichts. Dann spielen wir halt die Ability noch einmal mehr am Anfang, aber dafür haben wir in P2 halt mehr Möglichkeiten, den in der Phase weiter runter zu prügeln. Die Sturm-Elis und so sind dann schneller weg. Ich sehe, dass ihr den wahrscheinlich legen werdet, deswegen gut Luck und ihr schafft das. Okay. Dankeschön. Tschüss. Also ziehst du das bei den Elis dann, okay? Ja. So. Nicht bei den Elis, hinten bei dem auf der anderen Plattform. Bei dem Schild halt, ne? Ja. Also nicht bei dem Zwischending hier mit den drei Elis, sondern die großen Elis hinten. Ich dachte jetzt, wenn der fette Ele da ist und die ganzen kleinen, da ziehe ich den. Oder wollt ihr den bei den bei einem von den Schilden haben? Nutzen wir nicht zweimal KR eigentlich? Ist das nicht so der Plan? Das macht eigentlich nicht so den Sinn. Eigentlich spielst du auch mittlerweile nicht mehr überhaupt, dass du 10 Minuten spielst. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir da jetzt unterwegs waren.
Weil die Integrity-Phase da hinten mit der Plattform, die ist halt zeitgebunden und dein Ziel ist eigentlich, den so weit wie möglich runterzudrücken, damit die P3 am Ende kurz wird. Genau. Schaffen wir aber dann in P1, dass wir nicht den Overlap kriegen beim... Da das kommen ja dann die Viecher gleichzeitig, ne? Und hier sind die Ads und das Zurückstoßen, alles gleichzeitig dann. Ja, ich sag jetzt mal, je kleiner die Gruppe, desto weniger verlieren wir auch durch den HT, den wir am Ende, ne? Also personale DPS, ne? Also wenn wir ein größerer Raid wären, dann würde da auch mehr Druck in den Boss gehen. So haben wir ein paar Leute, die halt an P1 jetzt nicht so viel durch den HT rauszuholen, aber... Ja, jetzt lass uns das mal ausprobieren und dann schauen wir mal. Wo zieht ihr jetzt HT? Das habe ich gerade verplant. In der Energiephase, oder? Hinten, wenn der Drache da unten rumturnt. Also in der Schildscheiße da. Ja, okay, blau und rot stacken. Ja. Okay. Im zweiten Schild, ne? Im ersten haben wir ja noch ziemlich viel Damage bei. Ja, beim zweiten, weil wir da auch dann vom Pumpen her, also. Ihr habt ja gerade schon gesehen, da müssen wir noch ein bisschen gucken, dass wir da die Defensives haben in den ganzen Overlaps beim Laufen, weil wir gerade nur Heiler haben mit Mobility Heal CDs. Also das ist halt ein bisschen Cancer. Dass ihr mit diesem Gegenlaufen und so weiter, 1, 2, 3, dass ihr da wirklich auch zur Not wirklich die Defensives nutzt, die ihr habt, um da nicht zu sterben. Oder auch kurz in Bär gehen, alles mögliche, ne, was ihr an Damage rausnehmen könnt, ne, das ist Gold wert da hinten. Jo. Fängt an? Du fängst an und du bist ich dann bei Lila auf der rechten Seite. Lila, okay. Genau. Das Ziel bleibt das gleiche, P1 ohne Tote. Ja, und so viel Damage wie möglich. Achso, kannst du ihm noch ein A geben? Sonst ich mach mal schon. Hab ich schon, Plan, aber eigentlich. Alles klar. Hast du? Aha, okay. Ja, okay. 5, 4, 3, 2, 1. Das Zeitalter der Inkarnationen beginnt! Zweiten Stack geben. Was sind wir mal jetzt? Was schon zwei Stacks? Ja. Okay, ich geben ja, ich. Da ist irgendwann ein Spott im Mund. Dann haben wir eine Felsporte, dann geht das dann nicht. Und platzieren. Nichts wird mehr aufrecht stehen. Jetzt kommt die Dings hier, die Erdphase. Die Elemente gehorchen mir. Die Karte dich zur Schande. Wird noch ein Erdbeben. Ich krieg immer noch 5% noch eins. Dann haben wir den Burst, 2%, dann können wir vielleicht die Bomben skippen, wenn wir das stimmt. Intermission. Ja, also. Das war gut. Ihr dachtet, die Titanen brachten Ordnung in diese Welt. Das spart richtig Nein. Ordnung. Ja. Nachdrucken sie für sie. Was sie nicht kontrollieren konnten, haben sie weggeschlagen. Wie die Aspekte uns. Im Laufweg ankommen. Ne? Ihr steht schon wieder alle im Laufweg da. Müssen wir gleich durch, wenn der Drache kommt. Guck mal, jetzt geht der Drache genau in den Laufweg. Jetzt hab ich habe keinen Plan, wo ich jetzt hin soll hier. Ne? Das ist Gigashit. Ich hab schon 30 Mal angesagt. Atemblei. Verendet, Sterbliche!
So, macht euch bereit. Kriegen wir den Drachen noch hierher? Perfekt. Ein Drachen kriegen wir noch. Ich gehe jetzt zurück, sondern Richtung Range. Geht nach vorne. Okay. Ja, den kriegen wir noch. Gott, ich bin betäubt. Hilfe. Sicher ist sicher. Bei uns war es genauso. Wir haben diese getötet, müssen wir kurz dodgen. Aber wir hätten es fast hätten wir es geschafft, aber. Ja, ganz genau, war bei uns genau das gleiche. Ein bisschen verteilen. Phase 2. Genau, plus minus. Na, blau in die Mitte, rot hat er da so in etwa sein Markt. Und Vollgas. Sehr schön. An den Boss ran. Genau, 5 Sekunden laufen. Jetzt kommen die Bomben. Was damit? Oh, ihr dürft nicht alle an. Das ist nicht schlimm. Einmal verlängern ist nicht schlimm. Und gleich kommen die jetzt. Spreadet euch dann schon mal. Die Elemente gehorchen mir. Laufen. Sein Lift zu drehen. Ein bisschen verteilen. In 5 Sekunden haben wir dann wieder plus minus. Lukascha aufheben. Ja, ja. Jetzt kommt die Kampfhausphase, oder? Ja. Ja. Drück drauf, Kaya, wo? Bereit auf Gott. Haben wir es geschafft? Ich hab's jetzt gar nicht gesehen. Ja. Verteilen. Die Elemente! Das sind jetzt. Gehorchen mir! Und lauf. Den kann man dann gehen so und so, falls ihr drückt. Bomben raus. Oh, ich brauch's langsam Raw oder sowas. Hab ich schon gerade gezündet. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. War's wahrscheinlich nicht in der Nähe, die. Laufen. High Energy. Welle aufheben? Heil mal DPS auf. Stimmt. Plus minus. Ah, das sind die DDs, die fehlen, ne? Genau. Wird sich auch besser, wie die Leute heftig austun. Und hier ist jetzt quasi mit den zwei Erz machen wir die Gruppen so, wie sie auf der Plattform sind, ne? Genau. Also wer links war, spielt jetzt das vier vorne am Mark und wer rechts war, spielt das andere rein. Dann haben wir theoretisch einen Binding-Shot. Ich weiß nicht, ob ihr Wurzeln mitgenommen habt bei den Druiden, müssen wir dann alles mal sprechen.
Drache geht durch die Ads. Habt ihr Massenwurzel mitgenommen? Ich habe Vortex. Das ist auch gut. Ich habe auch Vortex. Okay. Vortex. Ja, Vortex ist auch okay. Vielleicht sogar besser. Hat einer von euch Massenwurzel? Nö, nee, also wie gesagt, ich habe Vortex. Martin? Hm? Hast du Massenwurzel? Nee. Ich hab auch Vortex. Ja, kann einer von euch auf Massenwurzel? Ja, ich mach. Und zwar, wenn die Ads, sag ich mal, kurz vorm Sterben sind, ne? Dann routen wir die, dann brauchen wir die nämlich nicht mehr spielen. Okay. Also wenn die noch so, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8% haben, dann spielen wir die kleinen Ads da quasi nicht mehr. So, wenn wir hinten bei den Halos sind, also bei dem Gegenlaufen. Hier den Raw haben alle, oder? Druid? Baseline? Ich glaube ja, ne? Na, ja. Stefan sonst beim ersten Halo zieht, dann beim zweiten macht André, beim dritten dann Daniela, beim vierten dann Martin und dann müsste eigentlich der erste auch wieder locker flockig ready sein, ne? Sonst könnt ihr ja untereinander mal ein bisschen schnacken, wer da wie wo, weil eigentlich können wir die alle rawen. Das muss eigentlich mit allen funktionieren. Ich hab's jetzt vorher bei der oder halt bei den Ads genommen gehabt. Aber ich kann es auch, wir hatten ja jetzt gut Zeit, dann nämlich bei der ersten Sturmwoge zum Gegenlaufen. Ja, ich glaube, das ist stabiler als das Gate. Dann können wir eventuell mit dem Gate besser diese komischen blauen Scheißdinger da spielen. Dass wir quasi aus dem Blau rausgaten können. In die freie Area. Dass wir von den dreien wegkommen, die nach draußen laufen müssen. Wisst ihr, was ich meine? Kreisen. Ja. Oder? Von den blauen Kreisen? Genau, da können wir ja weg, da können ja alle anderen raus weggelten, dann müssen nur die drei aufpassen, die Bombe haben, dass sie nicht mit durchgelten. Dann haben die auch ein bisschen mehr Raum. Und wir sind sofort raus da aus dem Kladderadatsch. Nee, schon die Kreise eigentlich, oder? Sky, dachte ich. Ja, das ist nicht drin, alle anderen laufen ja auch in die andere Richtung dann in dem Fall. Ja, okay. Wie gesagt, wenn der Kreis einmal auf den Spieler überspringt, das zötet uns auch im Grunde eigentlich auch nicht. Ich muss gerade nochmal umskillen, Leute. Du verlierst halt immer mehr Movement Speed jedes Mal, wenn der springt. Ja, ich meine die großen Kreise, die man überträgt, und du meinst die kleinen Kreise, oder? Achso, sind die Charges die großen Kreise? Ja gut, egal, nicht. Da passt. Was Zeit, Alter! Inkarnationen beginnt! AOE. Dann wirft er denn diese Scheißwaffe nicht so schön. Atem bleibt. Verendet, Sterbliche! Ja. High Energy. Alles ablegen. Die BRs brauchen später. Dieser Wind schält das Fleisch von den Knochen. Sorry, mein Fail. Oh, alles gut passiert. Nächstes Mal. So stimmt, okay. Funk. Bleibt liegen, okay, ich okay. Euer Ende. Gut, dann haben wir ja eh vom gleichen geredet, nur der Name war mir nicht klar. Fließt das noch da? Ich sehe es ja. Charges sind 5, 4, 3, 2, 1. Und das sind ja die, hast du ja recht. Charges sind ja die hier. Aber wenn man 5 Tage nicht am PC war, fühlt sich das so wie. Martin hat nicht genug Haste einfach. Bitte? Der Ritz hat zu lange gebraucht. Alles gut. Der Fies steht noch, oder? Ah, ne, ist neues. Ist ein neues. Ist gerade despawned. Wie mit dem Bus bei mir immer. Direkt vor der Nase? Früher aufstehen. Dann müsste ich an der Bushaltestelle warten. Ich muss dann warten.
Spawn, lol. Das Zeitalter der Inkarnationen beginnt! Was ist das hier? Was ist hier passiert? Der Stern geht auch zu Kreis, okay. Bock. Den Stecken abbekommen, glaube ich, ne? Atembleich. Verendet, Sterbliche! AOE. 1% Intermission. Also die Flächen waren wild gerade. Was hat er gemacht? So auf links laufen, weil... Können wir ablegen? Gelb nicht bei Gelb fahren, bei Brand jetzt. Runter mit euch. Was ist da los mit den Bomben? Stern ging einmal zu Orange und ich bin selbst zu Orange, auch als Orange gewesen. Also ich weiß nicht, also wonach ihr euch richtet, wenn ihr... Stern ist Mitte. Man sieht doch eigentlich, wo man steht. Da muss man sich ja nicht... Hier über Kreuz laufen, nur weil der andere einen Mark hat. Verstehe ich nicht. Wer Pommer steht? Wir haben ja noch ein paar Vantus drin, die wären ja sonst schlecht. Schmeißen die da rein. Für was anderes brauchen wir die eh nicht die Woche. Stimmt, das ist ja auch noch genau. Die mit. Wie ist das immer? Gönnt euch. Hey, ich hab mir doch gerade eine rausgenommen. Was denn? Das Fahrrad ist ein bisschen laggy, da musst du ein bisschen spammen. Und wenn es ein anderer vor dir grippt, dann ist halt Pech. Also, wenn ihr instant auf die gleiche gedrückt habt. Gino hat da hier sich gleich die große geschnappt, ey. Ja klar, richtig. Gönnt er sich. Ja, der Scheiß muss liegen, ja, die 10, let's go. Motiviert. Das Zeitalter der Inkarnationen beginnt.
Nach dem Schubsen kommen dann jetzt gleich wieder. Fängt dann das Kicken. Verteilen. Die Elemente gehorchen mir. AOE. Ja. Hoch, oder? High Energy Intermission. Ihr dachtet, die Titanen brachten. Hey, Sink, was geht, Moin? Vielleicht du bitte nicht in mir. Ja. Ich hab gehofft, die gehen nicht hoch. Ja. Du bist genauso stark, Zadis. Können die jetzt noch einlaufen hier? Da er kommt, sehr schön. Range ist noch auf die zwei Cards, die low hinten sind. Verendet, Sterbliche! Also kriegen wir defensiv noch einen hier. Ah, oh, der steht okay. Alles gelesen, ja. Sehr schön. So, denkt dran, plus minus, ne? Wir werfen die Ketten ab und stellen die Kraft der Drachen wieder her. Phase 2. Aber ihr werdet dieses neue Zeitalter nicht erleben. Verteilen. Meine Macht schwebt. Sekunden. Geht vielleicht besser. 5 Sekunden laufen. Way. In die Mitte. Trifft euch. Danach die Bomben. Verheerung soll sich ausbreiten. Gehorchen mir! Gegner,
Was ist hier mit dem Staub los? Plus minus. Jetzt eine HT. Warte mal. Schon und pumpt den Boss noch weg hier. Hero läuft noch. Da kommt wieder Dingsbums hier. Ich kann schon ein bisschen rankommen. Erst kommen Ads. Achso, ja, nevermind. Erst Ads, dann laufen. Die Elemente gehorchen mir. Ja. Die Macht laufen, des laufen, laufen. Sturms trifft euch. Gibt es noch Ads, Stefan? Verheerung soll sich ausbreiten. Aus, der schon ist. Laufen. Plus minus und 5. Plus minus. Go. Vollgas. Kommt mal rot da vorne, das sind die Millisinks. Oh, ihr müsst dann, wenn ihr da seht, Steve geht nicht weiter raus, dann müsst ihr mit ihm ran. Ich schon ran hier hinten in den Hof. Der steht nicht zum Spaß da dann. Phasenwechsel. Das mag es nur so grob zur Orientierung, ne? Oh, wegen Millirange. Sehr schön, 28%, jetzt kommt die Ads. Genau. Ne? Linke Gruppe auf das vordere hier am Mark, rechte Gruppe hinten. Dann machen wir die ersten Routes von Hugo. Also Vortex meine ich, Entschuldigung. Moin. Gleich dodgen, die Scheiße, die blaue Kacke. Strafe durch die Erde. Strafe durch die Erde. Ohne Rand. So, jetzt kommen. Hugo, erster. Vortex in der Mitte. Berührt diesen Altar mit eurer Macht. Drache kommt. Und wieder zurück zu eurem Netz. Wo kommt ihr durch die Mitte? Mitte, Mitte. Drache kommt. Schräg gut, ist das gut, linke. Gut, gut, gut. Nee, nicht die jetzt killen, Roots auf die großen Netz. In der Mitte routen, Binding Shot, wo der war, macht die großen Sicher da rein. Sehr schön. Mit Reds? Ja, ganz entspannt atmen, nicht zu rot. Immer schön ruhig bleiben. Wir haben nur hinten noch auf der anderen Plattform dann. Ich denke mal, ich glaube, ihr werdet drüber geportet. Zwei BRs noch, kannst beide aufheben dann. Noch nicht in Range. Ja, ja, könnt ihr da sein. Und denkt hier ein bisschen an die Highlight-CDs, wir sagen euch das an. Einer muss ein Matchup aufnehmen. Ich bin direkt wieder umgekillt. Einfach auf. Kuro fängt an. Nimm mal eine Iron Bug mit dazu. Ja, Iron Bug ist gut. Sag mal Bescheid dann. Jetzt. Okay. Genau, perfekt. Dann nehme ich deine nächste Iron Bug, Ballerina, ich sag dir Bescheid. Ja. Mach nicht. Nee. Ganz entspannt und trotz raus, was geht, ne? Raus, ja. Oh, Scheiße. Ganz entspannt. Bleib stehen. Okay. Iron Bug. Oh. Ja, passt, das passt. Wenn ihr noch habt, einen Pot und Co., ne? Ich hatte Gelassenheit, darf ich die auch ziehen? Ja. Beim nächsten. Jetzt laufen. Ich hab auch Gelassenheit. Ja, jetzt gleich, wenn wir vorne stehen, einmal Daniela. Ja. Oh, nee. Ja, dann. Atem aufhören. Erst nach dem Beam so. Ja, ja. So, Bomben kommen, glaube ich, gleich wieder. Ich sehen. Gib dir mal ein Roar. So, meine Gelassenheit ist durch. Sehr schön. 30 Sekunden bis zum nächsten BR. Selten ist, glaube ich, auf jeden Fall.
Ja. Mit den Bomben raus. Raus, raus, raus. So weit wie möglich raus. Natürlich. Ja, ist okay, ist okay. Komm hier nicht weg. Nein, geht dann nicht mehr. Na, guck mal, aber 5% noch, die gucken wir auch noch weg. In der Theorie haben wir noch einen BR, nee, aber ich glaube, den können wir uns aufheben. Ja, aber guck mal, 5% müssen wir jetzt noch schaffen, ne? Die kriegen wir noch irgendwie. Ja. Aber siehst du, wie schön kurz die Phase hier ist, wenn du ihn auf der zweiten Plattform auf 20% runterdrückst? Ist halt super angenehm. Rappelt die in der KR, aber dafür ist die Phase hier sowieso schon kürzer, weil er auf der zweiten Plattform mehr HP verliert. War gerade Pech, dass er gleich wieder gestorben ist, oder? Hier, Mad Chicken ist sofort wieder umgefallen. Nee, ich bin Tim. Ach du, Deathrow, okay. Okay. Ja. Mhm. Wie gesagt, da noch einmal gucken, also das waren im Prinzip jetzt nur Tode durch den Drachen, der immer rüber ist, schräg über das eine Elster. Wenn wir das noch verhindern, dann gehen wir da auch alle mit der kompletten Gruppe rüber, ne? Das ist jetzt nicht auch automatisch 5% vom Boss, aber es ist auch weniger Konfusion halt einfach, ne? Das ist Routine rein, weitermachen. Bitte jetzt nicht irgendwie Kopf ausmachen. Wir sind ja jetzt in der letzten Phase gekommen. Ich möchte ganz gerne, dass wir da jetzt auch regelmäßig hinkommen. Ja. Und für den ersten Breath in der letzten Phase braucht ihr euch nicht bewegen, da werden wir rangegrippt. Und wenn ihr merkt, ihr steht noch mitten in der blauen Fläche, wo die rauslaufen, die können halt nicht schneller, dann bleibt stehen. Dann habt ihr sie und tragt sie nicht so weit nach vorne, ne? Weil dann ist das so. Wenn ihr entscheidet, ich nehme die, dann ist das auch nicht so. Warst du nochmal aus da, bitte? Naja. Martin? Ich habe kurz Dani noch was gefragt bezüglich der Belastung. Deswegen. Dana, darfst du auch bitte nochmal? Genau, einfach so wie vorher. Das Zeitalter der Inkarnationen beginnt! Und danach kommt jetzt wieder. Verteilen. Die Elemente gehorchen mir. Bomben raus. High 7% noch. Noch von den Bomben, Logo. Ey, das gibt's nicht. Ah, ja, ist nicht mehr hoch. Ich warte kurz ab. Okay. Mach die nah. Die Titanen brachten Ordnung in diese Welt. Nein. Nachstoß hatten sie für sie, was sie nicht.
kontrollieren konnten, haben sie weggesperrt. Wie die Aspekte uns. Zerstören! Zerstören! Dann warten den Drachen noch ab hier und dann machen wir weiter. Da ist er, sehr schön. Okay. Verendet, Sterbliche! Und Tor haben weiter. Ein Range steht hinten noch. Ich gehe gleich wieder zurück mit dem Drachen. Ne, okay, doch nicht, doch nicht. Der kommt gut, der kommt gut. Das macht der andere Seite. Schon machen wir kaputt und dann sind wir drüben. Perfekt, ihr seid auch fertig. Wunderbar. Verteilt euch. Plus minus ist das erste, was kommt. Wir werfen die Ketten ab und stellen die Kraft der Drachen wieder her. Phase 2. Aber ihr werdet dieses neue Zeitalter nicht erleben. Verteilen. Meine Macht. Vorne ran. 10 Sekunden laufen. Hat Stefan zwar. 3 Sekunden. Bomben raus. Bewege dich. Verheerung soll sich ausbreiten. Und in 5 Sekunden jetzt. Verteilen. Die Elemente gehorchen mir. Laufen noch 2 Öffnen. Und seine Dist tot. Einen können wir aufheben. Naja, heute machen wir das. Verteilen. Ab in die Mitte, Ango. Go. Last, oder? Kannst du nicht mehr stehen. Last. Was, last? Jetzt kommt es laufen. Die Macht des Sturms trifft euch. Und danach die Bomben zum Austragen. Verheerung soll sich ausbreiten. Ach, süße. Nee, ich kann jetzt nicht. Laufen, 2 Sekunden. Und laufen. Die Macht des Sturms trifft euch. Energy. 10 Sekunden plus minus. Und plus minus. Phase
Gleich wie immer, linke Gruppe spielt hier vorne am Mark. Mach wieder ersten Vortex an. Jo. Achte auf die Kugel. Zerstören. Drache durch die jetzt. Geht kurz weg. Das war nicht durch die Ads, nein. Straight hier durch die Ads geflogen. Nein! Er ist volle Kanne durch mein Netz geflogen. Er ist sogar an dem Rand hier noch verschwunden, oder nicht? Ne, der ist schräg vorbei. Also wir stehen alle rechts von dem Ad und da hat es uns alle gerade zerledert. Müsste er straight? Keine Ahnung. Ja, dann ist halt so ablegen. Ja, da geht's halt nicht immer genau durch die Mitte und durch die jetzt, ne? Das ist das. Ja, aber es kann nicht sein, dass wir uns auf irgendwelche Aussagen verlassen müssen. Guck mal, hat selber jeder mal kurz am Himmel. Das ist der Plan, sowieso, ja. Aber der geht halt nicht immer straight durch die Mitte und durch die jetzt, ne? Gerade eben war auch schon wieder am oberen Ende des Kreises. Das ist schwierig zu sagen. Wie Steve schon sagt, guckt selber, wo der Drache ist, ne? In allem steckt Magie. Ist vielleicht auch irgendwo in der Nähe von Spielern immer so ein bisschen oder was? Keine Ahnung. Das ist der HC. Ich glaube immer bei in der Nähe von Spielern. Auf irgendeinen geht das halt. Mhm. Müsste die gleiche Mechanik sein, so wie in der Phase 1,5, da heißt. Ja, glaube ich schon. Ja. Ich noch einen Rest? Nö, wir sind alle geflogen. Fliegen. Achso, wir sind hier mit wollen der Gilde. Wollen wir vielleicht eine gerade kurze Pause einschieben? Zeit. Die sind immer tödlich, habe ich gehört. Wieso? Weil wir danach immer ein beschissener spielen. Ich würde sagen, wir machen noch einen und dann ist neun und dann können wir eine Pause machen. Der erste Try nach der Pause ist immer der beste. Dann nicht. Also, dann machen wir jetzt noch einen und dann haben wir den Rest des Abends Pause, weil jetzt liegt. Ich brauche nicht fragen, weil wir haben vorhin schon geklärt, dass. Ich brauche nicht fragen, Zeit. Wir sind komplett gildeintern hier. Wir wollten eine Raid auch schon gar nicht starten. Nein, der läuft. Dann habe ich gemeint, komm, wir starten einfach mit denen, die da sind und dann haben wir auch schon Leute suchen wollen, aber machen wir nicht. Der liegt das jetzt. Passt so, wie es ist. Bringt ja. Nichts. Bringt nichts. Meistens, wenn wir da sagen, sterben wir gleich in der P1. Nein. Und nur noch mal einen Rüden, bitte. Kommt. Lila, bleib in der Mitte. Kicker den hier vorne. Ach, danke. Ja, danke. Genau, was da passiert ist. High Energy. 5% noch vor den nächsten Bomben. Wind. Ja, ja. 5% ist unser Ziel.
Schaffen wir. Ihr dachtet, die Titanen brachten Ordnung in diese Welt? Nein. Ach, ja, diese Hymnen, diese Hoffnung, die ich auf einmal spüre, Patrick. Sie nicht kontrollieren konnten, sehen wir gleich. Finde der Hoffnung. Wie die Aspekte uns. Drache kommt. Guck, was er dir dann immer pickt. Atem bleiben. Zerstören! Zerstören! Laufen. Weiß nicht, was das war, Patrick, aber irgendwas nicht. Oh Mann. Jetzt hat ihn gerade auf einmal ein bisschen Damage gemacht, die Bücher. Zerstören! Zerstören! Ach, komm, weiter. Gate zum Ding hinter. Ja, den kann man gleich noch ausweichen hier. Hey Schnitzel. Oh, das ist aber eng hier. Na, Meister Magic verloren. Auf ihm? Ja. Wir werfen die Ketten ab und stellen die Kraft der Drachen. Plus minus, ne? Phase 2. Aber ihr werdet dieses neue Zeitalter nicht erleben. Verteilen. Meine Macht schwillt an! Gut. War schnell. 10 Sekunden laufen. Drei Sekunden laufen mit Roll bitte. Die Macht des Sturms trifft euch. Jetzt kommen die Bomben. Verheerung soll sich ausbreiten. Danach kommen die jetzt in 5 Sekunden. Halt euch ein bisschen für die Herz. Verteilen. Die Elemente gehorchen mir. Und danach ist wieder laufen. Die Macht des Sturms noch durch. Okay, ablenken. Scheiße. Ja, das waren die Funken, die noch übrig waren. Mhm. Da hat einer seinen Kick vertüdelt. Verteilen. Meine Macht schwillt an. Mhm. Die Kicks dafür zum Beispiel nicht habt, ne? Also Patrick und ich können die beiden auch dispeln, also perchen oder Massendispeln. Genau. Also wir können auch aus der Range einfach rübergreifen, sozusagen. Dann müsst ihr nur Bescheid sagen, ob ihr einen Kick habt. Also wenn ihr keinen Kick habt, dann sagt da vorne, das bleibt stehen oder so, ne? Dann weiß man Bescheid. Weil ich weiß immer nicht, wer hat noch einen Kick übrig und wer nicht, ne? Ja, grundsätzlich geht aber auch alles, ne? Ist nicht nur Kicken, ne? Ihr könnt stunnen, ihr könnt da alles mitmachen, ne? Also. Vieren, anspucken. Naja, der geht dann auf mich. Zurücknocken, oder? Ich nee, deinen habe ich gestunt noch. Okay. Das habe ich noch gesehen. Rechts von uns schon noch zwei. Wir haben jetzt aber Pause auch 10 Minuten, ne? Ich frage mich. Ist hier jemand, der die auch wegmacht? Knock? Knockback? Also, das weiß ich nicht. Ja, ich mach die immer, aber manchmal spawnt dann direkt da wieder einer. Der spawnt zweimal.
Ja? Du musst einmal, jeder muss zweimal... Drei Kicks sind das, genau. Achso, ja, weil wenn ich den unterbreche, dann ist er immer, aber gut, dann kommt da wahrscheinlich dann immer was anderes noch mit. Vielleicht hast du zufällig noch einen AOEs dann oder so mit dabei, ja. An unseren Druiden, der, falls ihr gesehen habt, Disorient Raw, ist nice. Es waren nicht so viele da, aber... Und der Raid wurde schon abgesagt. Ich hab gesagt, auf geht's, go. Wenn du mir was auf Deutsch sagst, schon. Gibt's nicht. Da waren genug Leute da, auf geht's. Soll es? Ich bin da, um zu raiden, soll ich liegen bleiben können? Also, kannst du dir nicht vorstellen. Okay. Die haben anscheinend irgendwie um 16 Uhr abgesagt, habe es eigentlich mitgekriegt, ich bin online gegangen, war ein paar online, habe ich gesagt, jetzt geht's ab, also, jetzt geht's aber los hier. Schaffen wir schon. Heute oder nie, oder? Heute oder nie. Du bist ja schon fast ekelhaft motiviert. Ich frag mich in dem P2, wo ich am besten meinen Ankamstrom nutzen soll, weil es ist halt immer so, dass die Ads kommen und dann kommt der Halo, wie ihr das nennt. Manchmal ist es viel schneller. Also ich nutze meistens beim ersten, aber ich sollte es vielleicht beim zweiten oder dritten nutzen. Weil der Arkanestrom ist schon mächtig eigentlich, was das angeht. Wie viel Meter ist denn das? Aber 8 Meter ist halt schon kacke. Das ist ja auch nur Mist. Ich nutze ihn beim ersten Mal, nutze ich ihn hier in der ersten Plattform und dann nutze ich ihn beim ersten Mal in der dritten, also dritten Plattform. Aber beim ersten Mal gehen eh alle so schnell weg. Ich denke mir, dass ich das vielleicht eher beim zweiten Mal oder dritten Mal nutzen soll. Haben wir überhaupt drei schon, ne? Warte, ich bleib mal drei. Beim dritten ist immer knapp. Aber 8 Meter müssten sie ja voll eng ineinander gelegt werden, die Dinge. Vielleicht hebt mir das einfach auf und schau, wo es dann fehlt. Patrick, bist du da? Aber schon irgendwie entspannter, gell, mit weniger. Also, wird viel übersichtlicher, auch in der Phase 1.5. Auf den Plattformen links und rechts. Ich finde das heute überhaupt nicht entspannt. Also, es geht doch viel schneller. Wieso? Ja, du tankst, hast nicht so oft getankt, oder das? Nee, der Punkt ist, ich komme gerade von 4,5 Stunden Autofahrt, bin zu Hause angekommen und instant ab mit dem gesetzten Tank Accelerate. Ja, sei froh, dass du nicht 5,5 gefahren bist. Dann geht's dir genauso wie mir. Ich hatte ja auch 4,5 Stunden Fahrt vor mir. Also hinter mir, nachdem ich mich hier hingesetzt habe. Ja, aber du hast Bleifuß gehabt, du wurdest geblitzt. Also das, ich weiß nicht, ich musste wieder gut machen im Raid. Also. Wieso bezahlst du mir die Strafe, wenn wir den heute legen? Gerne. Nope. Also. Und ich muss auch sagen, es ist irgendwie weird, so 5 Tage gar nicht am PC gesessen. Und dann direkt hier HC Endboss, oder? Beste, ne? Ja, aber richtig geil ins Wasser geworfen hier, ist doch toll. Wir hatten den besten Try vorher, 5%. Ich hätte gern Locks. Wenn er liegt, dann kriegst du sie. Wie läuft's eigentlich mit deinem 2-4? Hast du den zu tun? Ja, ich hab 2-5-8-2. Oh. Ganz schön hoch. Gestern noch geprogressed. Da hat er dich überholt. Ist ja nicht umsonst Gino Maschino, Alter. Scheiße. Ja, wenn ich mein Ziel war, A2-Volt mal wegkriegen würde. Mein Ziel war es für die Woche einfach alle auf Tyrannisch auf 18 zu bringen. Ich hatte da ziemlich Lack, was Tyrannisch angeht. Aber dann habe ich gestern 5-18er geschafft. Also mit Randoms. Selten sowas. Beste Zeit ist Samstag in der Früh zwischen 6 und 11. Ab 11 Uhr steht der Schmutz auf, da kannst du nichts mehr machen. Also zwischen 6 und 11 sind nicht so viele Leute, aber es sind noch einige da, die okay sind, motiviert sind. So ab zwischen 11 und 1 stehen so viele auf und da wirst du auch schwer irgendwo mitgenommen oder so.
Und danach schaffst du kaum noch was. Aber die Zeit ist echt gut. Ich war halt wach, um 2.39 Uhr aufgewacht. Konnte nicht mehr pennen und dann bin ich halt angegangen gegen 6. Bist du angegangen, hast die Tunnelbrille aufgesetzt, hast mich ignoriert und hast ein paar Gs gespielt. Ja klar, so muss es sein. Hey, wenn ich dir geantwortet hätte, hätte ich das alles nicht geschafft. Ach so, ja, okay. So ein Ding. Okay. Na klar, muss Prioritäten setzen. Ja, mir ging es darum, ich habe keine Lust auf diese kleinen Instanzen zu grinden. Das, wenn ich das mache, ich müsste 59 Instanzen noch grinden, meine Gear maximal aufzuwerten. Was ja, halt auch nicht geht, denn... Was auch nicht geht, denn ich muss ja tauschen, diese T-Set-Teile. Die habe ich ja nicht so viele. Ich habe trotzdem so einen Wochencap. Und ich habe da keine Lust auf 2 zu gehen. Wenn ich das mache, dann habe ich Burnout. Stell dir vor, das machst du den ganzen Tag. Es sind 2, 59 mal 2 Innis und dann willst du das Spiel nicht mehr sehen. Naja. Du gehst ja doch aber eh nur 2 Innis. 2 bis 5. Kannst du das... Bist du 7 bis 10 Minuten Ich tue lieber ganz normal motiviert mein Progress spielen, anstatt diese langweiligen 2 bis 5 dann, weißt du? Vielleicht kannst mal so 2, 3 oder so, aber nicht 20, 30 bis 50 hintereinander, dann drehe ich ja durch. Kennst du die Ural South Park Folge mit WoW? Ja, ja, aber schon uralt, ich weiß nicht mehr, was da passiert ist, das ist schon uralt. Wo die, keine Ahnung, wochenlang Schweine farmt und am Ende dann mit dem Satz "And now we can finally play the game." Ja. So, der Mecker besiegt dann nach 4 Millionen Stunden Grind im Elven Forest und dann können sie endlich spielen. So fühlt sich aber das an, das Add-on mittlerweile. Genauso fühlt sich das bei den Zweier-Dungeons an. Wenn du 50 Stück machst, and now I can finally play the game. Ja, oder dieser Grind wegen den 16 Plus. Also das war ja auch krass, wegen den konzentrierter Urfokus. Achso, die Dinger. Also das war ja auch... Wo ist Lectino denn noch? Was haben wir denn hier? Ja, wir doch. Brauchst du nur Armschienen und dann ein paar Tessats. Brust halt muss ich noch. Ich habe heute noch vor dem Raid noch kurz geschafft, hier die Hände aufzuwerten. Ich habe halt alles Raid-Items hier, deswegen kann ich halt. Aber Brust und Schultern brauchst du. Viel mehr hast du doch nicht. Und Armschienen. Ja, und ich habe aber keine gescheiten zum Aufwerten. Das sind doch aber keine 59 Dungeons. Was hast du denn ausgerechnet? Ich habe es mir ausgerechnet. Weiß nicht, was du da gerechnet hast. Mir gedacht, 10.700 Punkte brauche ich. Na, ich habe diesen Bonus, diese Bonusdinger nicht eingerechnet, wenn jemand Erfahrung, wenn jemand auch hochgestuft wird. Ja, also ich habe einfach gerechnet mit. Kannst du ja immer mit ein. Ja. Loki's Gist. Du brauchst Schultern brauchst du 400 noch, oder? Ne, die kann er nicht upgraden. Ich kann ja nicht. Ich muss ja alles von 402 oder 398, manchmal sogar von 379. Ach so, du hast noch ganz viele Teile im Inventar, die niedriger sind, die du upgraden musst. Exakt, dann warte ich, dass ich Punkte habe und dann tausche ich und werte ich sie auf. Aber ich habe halt auch die richtigen. Dann warte doch lieber auf 402er Items wenigstens. Also ich habe halt die Feder bei mir, habe ich jetzt von 372 upgraded. Das ist schon ein Mega-Grind gewesen. Ja, ich habe 3,98 und 402 Items. Wie viele Wähler hast du insgesamt bisher erfahren? 10.770. Amateur. Naja, wie gesagt, ich farm nicht die Kleinen. Ich mache die großen Progress, da bin ich nicht motiviert. Bei den Kleinen da bin ich am liebsten alte 4 drücken. Ich habe halt jede Woche das Cap gemacht, mehr geht ja nicht. Und diese Woche ist halt aufgegangen. Ja, und die Woche halt. Ja. Wie gut, ich bin bei 8000 halt. Und die Woche habe ich am Donnerstag die mit euch, haben wir 3 gemacht. 4. Das war 3 18er, davon haben 2 gezählt, weil in Time. So, einloggen, Boys, es geht weiter. Und alle da. Okay, so einloggen zumindest. Samstag 5 18er, 4:20. Ich bin jetzt bei 15.000, ich habe Mittwoch gleich Gas gegeben. Achso, ich weiß nicht, wir waren ja einige in der Pause. Ich habe ja meinen Arcanen Strom, was die Ads ziemlich, was eigentlich gut mächtiger Spell ist. Und ich weiß nicht genau, wann ich hier nutzen soll. Ich nutze ihn bei den ersten hier in der Plattform und dann bei den ersten auch in der dritten Plattform. Aber die ersten sind ja eigentlich schnell weg. Ich heb das halt irgendwie auf, wo es irgendwie leckt oder so. Aber ich habe gesehen, das ist nur 8 Meter, so geil ist das halt auch nicht. Naja, ist nur um dich rum halt so ein bisschen, ne? Ja. Also. Alles, was hier aber hilft, ist immer gut. Ja, ich habe nur gesehen, dass es sind die zweiten oder dritten Ads, die bleiben fast immer übrig. Die sind halt wild. Dann hebe ich das einfach auf. Ich weiß ja nicht, ob ihr
sonst die Druiden auch viel, viel Sachen aufgeben müssen oder schon einen Typhoon haben. Das wird bestimmt auch funktionieren. Ach, das Wesentliche, warum es nach hinten raus eklig, warum es halt eklig wird mit den Ads, ist, wenn jemand mit dem Ad-Spawn stirbt, weil er dann eine Orb hinterlässt, ohne danach noch kinken zu können, ne? Es ist halt wichtig, dass da die Leute surviven. Das kriegen wir hin. So, ist dann links auch wieder da. Der Marin hat noch kein Food. Bitte einmal mampfen. Arschbecher. Mann, immer dieses Lecker. Tomatische. Kotzt mich an, Alter. Alter, was los mit dir? Steht hier 15 Minuten blöd in der Gegend rum, weißt du, guckt sich die Wand an. Ey. Da ist doch Essen, nimm's doch einfach. Euch. Was für ein Scheiß kann er hier umhauen? Und den Boss auch. Was sein, Alter? Der Inkarnation! Kennerin hier. Die Bomben ordentlich ab. AOE. Denkt an den Frontal von dem Bus. Alles wie immer. Ja. Oh. Das spielen wir nochmal. Ablegen. Okay. Noch in der Pause, sagst du. Wie war das noch? Steht 15 Minuten dumm in der Gegend rum? Ich nicht. Ich zitiere, der erste Teil nach der Pause ist immer der beste. Ja, war eigentlich so. Aber passt, Tradition haben wir gebrochen und schaffen wir's. Jetzt können wir noch. Jetzt können wir noch fuden. Ich sitz. Ich sitz auch. So, jetzt sind alle wieder wach, das ist gut. Ich hab nur die Mechanik gespielt. Hat dich das durch den Defense durch so zerrüttet? Ne. Den dicken habe ich jetzt nicht gezogen. Ja, wild, oder? Das ist geil, das hörst du drei drüber. Ja, aber hier die Schuppen da, ne? Diesen. Wer ist der denn dicke? Ne, der ganz dicke ist der, der dich danach wieder heilt. Für den Incoming Damage. So, Buffen noch. Zwei Leute, keine Namen. Was seid, Alter? Der Inkarnationen beginnt. Oh, dann möchtest du eigentlich einen anregen, Patrick? Oh, einfach. Oh, wow. Einfach vor sich. Danach kommen wir jetzt. Liebst und cool dann perfekt. Ja, das ist hier gar nicht mehr. Oh, lass mich mal nach hinten. Prozent, Coco. Ein Prozent. Gehen wir das noch hin, mach Druck. Oh, no. Ah, ich bin gerade noch hochgegangen, ne? Ja, aber haben alle überlebt, zumindest, das ist schon mal gut. Die Titanen brachten Ordnung in
Aber hart an der Grenze. Eve hat beliebt. Ja. Ey, was sie nicht kontrollieren konnten, haben sie weggesperrt. Wie die Aspekte uns. Verendet, Sterbliche! Sorry. Dann kommen wir Betten da noch hin. Da ist er. Perfekt. Verendet, Sterbliche! Rauslaufen. Und weiter. Zerstören! Zerstören! Das ist blöd mit den Ads. Kurz. Wir müssen noch einmal ausweichen bei uns, denke ich. Ja. Stehen gut. Rauslaufen. So, erstes Plus Minus wieder, ne? Denk mal. Aber ich habe jetzt für den ersten keinen Draw, bitte jemand anders machen. Ich muss gerade bei uns drawen. Okay. Phase 2. Aber ihr werdet dieses neue Zeitalter nicht erleben. Und plus minus. Er nimmt die Beine in die Hand. Go, go, go. Sehr schön. Als erstes wieder laufen in 10 Sekunden. Da ein anderer Druide dann. Genau, jetzt ein Wort. Ja. So, super. Die Macht des Sturms trifft euch! Komm, komm. Sehr schön. Verteilen. Die Elemente! Gehorchen mir! Ja, ich brauch vorne einen. Gehe in den Sturm! Laufen, laufen, laufen! Massen trifft euch! Ich bin grad ein bisschen raus. Plus minus kommt gleich. Verbrennen! Meine Macht schlägt an! Und Kaya. Jetzt in 5 Sekunden. Verteilen. Die Elemente gehorchen mir. Die Macht laufen. Des Sturms trifft euch. Komm mal. Komm mal weg. Oh, scheiße. Alles gut, keine Panik. Weißbeak Priest. Einmal überspringen, ist nicht schlimm. Alles wird gut. Laufen. Mit Roar bitte. Zielexplosion. Na, alles gut. Nur Patrick, wir haben noch einen Battlewatch. In 5 Sekunden kommt dann gleich plus minus. Ja, er kommt. Okay, ja, go, go und plus minus. Sammelt euch sonst einfach irgendwo. Ja,
Front Damage macht das Schild kaputt. Gebo. Sehr schön. 28, ne? Vorhin waren 34 oder so. Ja, das war der tote DD, ne? Ein toter DD sind die. Merkst du das? So, konzentriert euch auf die Ads und guckt, wo der Drache ist, ne? Ich sag jetzt nur an, dass der Drache da ist, dann guckt ihr selber. Die ersten Roots hat wieder Kuro. Und der Drache ist da. Jetzt kommen. Blitz! Berührt diesen Altar mit eurer Macht! Vortex liegt sehr schön und bombt ihn in der Mitte kaputt hier. Achte auf die Kugeln. Sehr gut. Wieder hier, Achtung. Funktioniert sich. Drache kommt. Gibt ziemlich durch die Erz. Können wir die routen? Rootet die bitte in der Mitte. Routen, Binding Shot, whatever. Und auf die großen. Ja, okay. Oh, ist eines tot, ne? Vorsicht, der Drache. Ja, es sind zu viele Leute tot, ja. Er hat sich auch hochgehalten. Hier lag kein Loot oder kein Dings. War wahrscheinlich Damage auf den Netz in der Mitte, ne? Der Binding Shot ging weg, als ich gestorben bin, kurz danach. Und als ich Loot gesetzt hatte, Loot einmal Schaden drauf, sind sie direkt weitergelaufen. Ja, war ein bisschen spontan von den Roots her, aber ja. Müsst ihr ein bisschen gucken, ne? Wenn die großen Ads wenig HP haben, dann spielen wir die Ads nicht mehr. Ja, aber mein Vortex auch noch reingelegt gehabt, eigentlich. Ja. Ja, ist egal, waren auch sowieso dann zu viele Leute schon wieder tot. Passiert nicht schlimm, sah aber ganz okay aus. Kriege ich den Buffut nicht? Hallo? Hier? Ja, so, ich bin ready. Ja? Ich caste, ich caste. Mach mal, wir brauchen den Damage. Hab. Das hat uns jetzt schon ein paar Prozent gekostet, also definitiv werden wir eine Bomben kriegen. Ich könnte schon mal das vorbereiten mit Ball. Hier nach. Verteilen. Die Elemente gehorchen mir. AOE. Schon hinten steht noch eins. Wird da irgendwas noch? Sehr gut. High Energy. Wind. Dieser Wind.
10% noch, ja? Also die Bomben kriegen, da müsst ihr nochmal laufen, bitte dann. Naja, oder? Damage. Intermission. Na, sehr gut, gerade so. Sehr schön, geht auf eure Seiten. Ah, Tobi, schaffst du es noch? Du bist jetzt bei Sternen, du bist ganz woanders. Ja, ich hab das Magma. Nimm mal was. Ja, ich geb den Ruf mit. Ist egal, Tobi ist jetzt auf eurer Seite. Ist nicht schon gut. Wir sind. Esther, bitte nochmal dochen hier bei uns. Und Drache kommt und weiter. Ganz hinten steht noch ein Rain. Das müssen die Rain-Chillies bitte machen. Und der Große muss hier sterben. Jetzt kommen wir nicht weiter. Sehr schön. Ist keiner getötet? Verendet, Sterbliche! Ha! Hm, schön ist dann. Kann auch nicht Drache ist da. Weiter, weiter, weiter. Ich will gar nicht drin sein, Hurensohn. Keine Ahnung, für mich war ich nicht drin. Ich bin da am Rand gewesen, kein Plan. Man merkt den NGD echt, ne? Na klar. Ja, ich bin zwei Minuten bis BR. Ne, ich meine, das ist Tobi auf der falschen Seite, das merkst du hier. Ach so. Da sind zwei Interviews. Alle rüber, komm, komm, komm. Das können wir ablegen, das schaffen wir nicht. Ja. Runterspringen. Ja. Nicht freilassen, ich heb auf. Ach, springst du runter? Wir landen doch oben auf der Plattform. Achso, falsche Plattform gewesen. Ich dachte schon, die Altersverwirrung setzt bei dir ein. Ja, das frage ich mich bei dir manchmal auch. Kohlebecken. Oh, nice. Also keine Ahnung, ich wurde gestriffen. Ich dachte, ich bin safe, ich bin gelaufen wie ein Depp, aber... Ich wurde gestriffen von dem scheiß Brave. Mit Brenner Ansturm gelaufen, was das Zeug hält. Doch noch irgendwie gestriffen. Ist da meine Straße schon wieder aufgelaufen? Ey, ich mach mir bald den Alchistein hier, Alter. Ist ja zum Kotzen. Hält die denn noch länger? Martin? Ja, Martin, mit dem anderen Alchistein geht die gar nicht mehr aus. Martin? Martin? Was denn? Ich hab doch angenommen. Alles gut. Mhm. Einen alten Mann immer so zu hetzen hier. Mei, mei, mei. Nichts
bin so weh, Alter. Das sind nicht mehr. Das ist der Rest. Mach weg und danach jetzt. Die Elemente gehorchen mir. Hinten steht noch eins. Sehr schön. Und putscht ihn noch 7%. High Energy. Wind. Nichts wird mehr aufrecht stehen. Notback und noch 3% danach vor dem Bomben. Atemgleich. Verendet, Sterbliche. AOE. So denk. Intermission. Belief. Dann guckt auf eure Seiten, ne? Bitte alle auf die richtige Seite. Oder was? Ballerina denkt an den Uncharge. Das funktioniert nicht, das habe ich gerade vorhin versucht. Doch, du musst Dings Kuro in. Ich nehme mal Kuro in Dings. Wenn Kuro charge, charge ich hinterher. Okay. Probiere ich dann auch mal. Scheiße. Gib dich auf. Alles gut, ihr lebt noch, oder nicht? Okay. Wach ist da und weiter. Da. Rache kommt und weiter. Tank lässt sich stunnen, ist kein Problem. Wer ist denn nun? Echt nah. Könnte auch ein bisschen eng werden, ich hab ein bisschen verkackt. Ne, passt. Denkt an, der Drache kommt hier nochmal. Müssen wir nochmal raus hier. Sehr schön, mach die kaputt und weiter geht's. Das Minus ist das erste, was hier passiert. Phase 2. 4 Sekunden. Nicht erleben. Verteilen. Meine Macht schwillt an. Laufen kommt als nächstes. 5 Sekunden. Mit Roar dann bitte. Roar von mir. Okay. Roar, go, go. Wave. Die Macht des Sturms trifft euch. Verheerung soll sich ausbreiten. Kein Jump gegen. Gut, bleib stehen, bleib stehen. Die Elemente gehorchen mir! Und lauf. Denkt an nur Jesus zur Not. In 5 Sekunden kommt wieder plus minus. Meine Macht schwillt an!
und KR. Sehr schön. Ads sind 5. Nach den Ads kommt direkt das Laufen. Verteilen. Die Elemente gehorchen mir. When? Die Macht des Sturms trifft euch. Sehr schön, die Bomben danach. Verheerung soll sich ausbreiten. Und in 5 Sekunden wieder laufen. Haben wir noch ein Rohr übrig irgendwo? Ich hab wieder. Perfekt, dort. Laufen, laufen, laufen. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe und in 10 Sekunden kommt plus minus. Ja, gucken wir mal, ich laufe genau hinter dir um. Perfekt. Und plus minus. Wo, wo? Blau in die Mitte. Millionen, let's go. Phasenwechsel. Sehr schön. Jetzt spielen und auf den Drachen schauen. Und der Drache kommt. Sehr schön, ersten Roots. Also, ja, du weißt, ne? Genau. Und hier in der Mitte schön bomben. Perfekt. Pass auf, der Drache kommt demnächst wieder. Da. Guck, die spielen wir noch. Die spielen wir noch in der Mitte. Ich bitte nochmal einen Vortex. Den haben wir noch kaputt, ich bin sicher. Achte auf die Kugel. Ja, gut, geht auch nicht viel. Ich bin im Tunnel, dann alle auf Rot. Perfekt. Falls ihr noch nicht habt, ne? Pots und Co. Gern gesehen. Uiui, das war aber knapp dann wieder. Ja, aber gescheit. Hat der Priester da Levitieren drauf gemacht? Na, ich bin nicht. Bis weiter links, ne? Komm weiter, ruhig. Ja. Ich nehm ohne das FCD, ich nehm ohne. Da kommt der Grip, ne? Ja. Den Breath ignorieren. Der nicht laufen, nicht laufen, der Grip kommt. Boah, den nächsten. Nimmst du den Eisenbock dazu? Ja. Oder hast du selber noch was? Ich habe eigentlich selber, ich habe selber noch Überlebensinstinkte. Okay, dann mach den ersten selber. Wenn du brauchst, dann. Nö, ich hab. In 5 Sekunden laufen. Hab den Raw? Ja, ich hab ab. Mach, laufen, laufen, laufen. Ich nehme gleich Eisenborg, ich sag Bescheid. Von Daniela? Ja. Noch nicht. Noch jetzt, nicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt? Ja. Sehr schön. In 10 Sekunden kommen die Bomben. Das ist der Grip. Und jetzt die Bomben. Bomben raus. Geht in den scheiß Sturm rein, ist mir egal. Sterbt irgendwo, ist egal. Komm nicht weiter raus. Alles gut. Habt ihr, ich zieh gelassen. Bleib stehen, bleib stehen. Ja. Mach den kaputt. 3 Millionen noch, ganz entspannt. Ich jetzt auch gelassen, Eisenbocke.
Ja, ich hab zwei. Ja, ich hab noch HP schaut, alles gut. 300k erledigt. LOL! Ja, hallo! Yes! Or Zord! Endlich! Yes! Yes! Und ihr wolltet heute nicht raiden, ihr Säcke. Was soll das? Or Zord! So, an dem Nicht-Raid-Tag haben wir den gekillt, die nette Dame. Moment, Patricks bester Satz, wo war das? Die Stammtruppe? Der Rumpf, hab ich gesagt. Der Rumpf. Der Rumpf. Na, das Video kenn ich auch. First try. Or Zord! Was haben sie euch angetan? Ab jetzt immer Raid absagen und dann raiden. So, ne? Ist das? Ja. Tradition. Eines habe ich durch all meine Kämpfe gelernt. Und zwar, dass man niemals die Hoffnung aufgeben darf, egal wie düster es aussieht. Ich hätte ein bisschen Hoffnung auf die Stoffschuhe. GZ? Schön, schön, schön. Ja, Handgelenk, so rollen wir dann, oder was? Ich habe irgendwie jetzt bei mir auch die Aufforderung zum Rollen. Ja, mach einfach, roll einfach. Keine Ahnung. Braucht denn irgendeiner? Nee, ich passe hier auch mal, kriegst du was? Mal so nochmal rollen. Chat, wir haben es geschafft, for the Horde. Ja, Ampchen hier, oder was ist das? Yes, ja. Keiner da, der GZ-Chat, ihr seid Schweine! Ja, dann gönne, ja. Aber umso mehr Kopf, dann kann ich 2, 4, 15 anziehen, die ich in der Tasche habe. So, die wichtigste Frage, hat jemand das Mount? Ja. Nein. Bekommen? Ich glaube, es hat, Tim. Ich hab's auch, aber ich glaube, es hat keiner bekommen. Ich sehe es jedenfalls im Chat nicht. Euer Kommen erfreut mich. Lasst euch nicht den Wind. Naja, aber ihr seht ja, dann hat das auch funktioniert. Dankeschön, Sky. Beste. Ja. Ja, eine Viertelstunde, keine Ahnung. Habt ihr noch irgendwo einen Boss, wo irgendwer irgendwas braucht? Na, mir fehlen alle anderen vier noch. Ja, für die Kiste einfach. Also einfach nur für die Kiste wäre es natürlich schlecht. Ja, stimmt, für die Kiste brauchen wir noch einen mehr, damit wir die zweite Kiste kriegen auf jeden Fall. Ne? Wollen wir sonst noch eben zwei, zwei für die dritte, wir haben jetzt vier schon. Zwei. Dann hier wieder zurück? Oder müssen wir raus und rein? Ich glaube, wir müssen raus und rein. Das gute raus rein spielen, ja. Aber ich bin jetzt in Waldracken, ne? Ja, ja. Ja, ich würde ganz kurz auf die Toilette gehen. Ich glaube, da kommen wir alle raus. Ah, was denn? Terros oder was? Oder? Terros war sehr, glaube ich, am schnellsten. Wobei, Kura, scheiß drauf. Der T ist nervig. Ja, ich glaube, Terros ist der einfachste. Ja, ja. Schnellste von denen. Terros und dann. Keine Ahnung, müssen wir sehen, ob wir kommen. Auch zwei noch, oder was? Was? Ja, ich guck. Irgendwer hat zwei gesagt. Ja, 4 von 6 hab ich auch auf der letzten Kiste, ja. Oh. Ja, genau. 2 fehlen noch. Da wir erfolgreich Terros diese Woche noch nicht mythisch gespielt haben, zählt der sogar auch noch für die Kills mit rein. Hoffentlich. Nee, kein Boss mit irgendeinem nützlichen Heiler-Tranker. Seht ihr, ich habe euch ja gepusht, ihr wolltet ja, die nicht. Haben wir schon gemacht, ne? So, ich kam online alle so traurig auch um die Zehe und so. Ich sag, komm, go, go, Jungs, reden, raiden, jetzt auf geht's. Mädels, Jungs, hopp. Ich bin nicht umsonst hier. Oder? Gino ist einfach der Antreiber hier. Ja, na klar, ey. Du, Sonntagabend ist Raid-Time. Ja, geil, du musst resetten, glaube ich, oder irgendwas, ne? Wir kommen hier drin wieder raus, wo wir gerade. Ja, so am Ende. Ja, Reset müsste aber, glaube ich, auch die Bosse mit ID wieder zurück, ne? Das weiß ich nicht. Wieder. Ich bin gerade reingelaufen, bin am Ende wieder gespawnt. Ja, resetten setzt die Bosse mit ID wieder zurück. Ja, das ist scheiße irgendwie. Dann kommen wir da aber so nicht mehr ran. Ich weiß nicht, also, wir den ersten nochmal um. Ja, wobei, dann kommen ja, wir auch nicht an. Dann ist die Zeit vorbei, oder? Alternativ machen wir Montag nochmal, keine Ahnung. Wenn ihr Bock habt, würde ich vorschlagen. Morgen Abend oder so, kann die letzten beiden da nochmal durchbügeln. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie die Mehrheit hier Zeit hat. Hab immer Zeit. Aber sonst jetzt Eranok und dann noch, ne, hinten dran, das sind wir locker über 10. Ja, hast du noch das Schiff? Ihr könnt ja auch ganz gerne nochmal probieren. Ist ich bin, vielleicht ist es ja nur bei mir so gewesen, aber ich war gerade am Ende. Mit zwei Leute draußen am Potstein sonst? Warte mal hier, Tino, komm mal hier. Ja, ich geh mal kurz rein. Ich helfe dir, oder schau ganz woanders hin. Wie das ausschaut. Oder nochmal den Schlachtzug verlassen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß gar nicht, wenn man den Endboss klärt, dann taucht man immer da auf.
Jetzt muss ja eine Möglichkeit geben, wieder zurückzukommen, oder? Naja, du resettet dann erst den Boss nochmal. Schätze ich mal. Cool. Die Horde hat's geschafft, so muss das sein. So. Geht mal da rein und labert mal den blauen Drachen an. Ach, kann man dann auswählen oder was? Der bringt dich zurück zum Dingsbums, zum Anfang. Okay. Ah ja, okay, cool. Ich bin gerade rein und bin in den Waldracken wieder rausgekommen. Ja, und dann sprichst du da den blauen Drachen an. Ach so. Ah ja, das ist im Raid. Ach, da hinten, vorne rechts ist einer. Okay. Kommst du erst einmal auf den Scheiß. Oder? Nee, ich hab's jetzt auch noch ausprobiert und da stand zurück zum Gewölbe, also. Ja. Okay. Den hab ich wo steht der blaue Drache? Vorne rechts. Wenn du reinkommst, kann man auch mal übersehen. In der Hauptstadt. Im Raid. Okay, oder? Im Raid. Ja, im Raid. Ja, ja, ihr müsst in den Raid reinkommen. Dann steht dort ein blauer Drache. Wie er in dem Turm sucht. Ja, wir können aber, denke ich, gleich porten. Wollte ich gerade sagen, ja. Ja. Ja, das ist natürlich auch angenehm. Aber ich will trotzdem noch sehen, wo der Drache steht. Fliegt er uns bis ganz nach vorne? An der Säule steht er. Hinter Katka. Ja, hier Carsten, Patrick. Ich bin die Woche nochmal nicht da. Ich hab Donnerstag Geburtstag. Und das ist abgelehnt, fällt aus, ja. Und Wochenende fahre ich dann wieder in die Heimat, um Geburtstag nachzufeiern. Ach, also hast du zwei Tage Geburtstag, Alter. Das gibt's auch nur in der Heimat, ne? Ist leider schlechtes Wetter die Woche. Wie alt wirst du? Zu alt. Uralt. Wie 40? Uralt. Nein. Oh mein Gott, nein. 45. Oh, 50? Na, wenn du in die Nähe von 50 kommst, dann kommst du in die Nähe von Martin. Oh Gott. Jetzt werd mal. Alter, was heißt denn die Nähe, du Arsch, Alter? Ich werd zarte 31. Oh, dann warst du ja zu alt. Ich bin 34. Warte, was? Küken. Was? Du bist näher an der 50 als ich an der 40. Das ist traurig. Gibt das? Also. Das ist mir zu viel. Das eine Jahr, du kleiner. Niemand ist so alt, Carsten. Nee, niemand ist so alt wie du, Patrick. Nee, das stimmt nicht. Wir sind eindeutig einig. Als jeder Einzelport, Martin, helf mal. Also ich bin garantiert der Gelbe. Nur ein paar Leute mit draufdrücken, bitte. Auf ich wollte es gerade sagen. Also ich bin garantiert der Gildenopa hier. Danke, aber ich bin da. Also dann, rechts, ne? So. Dann gehen wir jetzt rechts rum, Terrors, oder was? Ja. Jo. Oder haben wir jemanden, der älter ist als 42 in der Gilde? Ist überhaupt jemand, der älter als 42 ist, noch am Leben? Ja. Kann man nur so alt werden. Ich glaube, die nächsten 2-3 Tage, Carsten, sind wir dann auch plötzlich richtig alt. Ja, ich ja, du nicht. Beide. Du wirst daran merken, das ist dann der Tag, wo du morgens mit Rückenschmerzen aufstehst. Das hattest du doch schon. Ach, ja, das eben. Ist doch eh schon, ne? War jetzt das Anzeichen auch schon bei mir. Seit ich 30 bin, habe ich Gichtprobleme. Das ist bei dir so spät, Tino, was ist denn das hier für ein Portal? Richtiges. Das ist für ein priesterfreundliches Portal. Wieso, was hast du gemacht? Du hast dich zurückgeportet? Ja, du Drecksack, geh weg da. Jetzt würde mich zurückziehen hier. Genau das ist passiert. Ach so, ja. Muss halt neben mir stehen, dann richtig nutzen. Learn to play. Was passiert bei Tim öfter, wenn er einfach nicht hinguckt, was er macht, sondern einfach nur draufklickt? Vielleicht doch. Ja, neugierig, Neugier halt, passt ja eigentlich. Wer verhaut denn da seine Tastatur gerade? Sorry. Ich bin Krieger, ich bin sehr wütend. Also. Nicht genug Ruhe. Das ist irgendwie, ist das Mikro heute schon wieder sehr. Du müsstest doch jetzt voll entspannt sein, Gar. Nee, jetzt ist hier Blutrache, jetzt Blut geleckt, jetzt ist Vollgas. Wie? Die Eindringlinge kommen in unsere cool, weiß mittlerweile jemand, wie man den Kurok hier triggern kann? Ohne dass man einen Trash macht? Nee, kommt mal hinter die Ecke, ja. Ah, sehr gut. Lauf mal durch hier. Ja. Mädels, wisst ihr, wie man das Kurok triggern kann, ohne dass man einen Trash macht? Nee, weißt du mittlerweile jemand? Nee, es wurde im Random Raid immer wieder gemacht. Einfach kein Trash, direkt zu Kurok rein. Ein Druide macht das immer.
Druiden macht das. Druiden habe ich in letzter Zeit verrückte Sachen gesehen, auch im Jade-Tempel und wo. Können da auch durch die Wand pullen und alles. Ich weiß nicht, ob das das gefixt haben, aber vor zwei Jahren ging es noch. Du kannst auch mit Druide, mit dem Mondfeuerbock zum Beispiel, die Spinnen von den bei Shadow Burial Crowns, die zwei Spinnen, die unten sind, wenn du die eine Spinne auf der Fläche mit dem Fledermaus bekämpfst, kannst du einfach alle Spinnen von unten pullen. Ich würde dann sagen, dass wir vielleicht sogar Kurok noch schneller machen, ist eh der gleiche Wing, weißt du? Weil wenn es zu Teller geht, dann vorwurschteln. Deswegen dachte ich, ob man das weiß, dann können wir direkt zurück. Mit Rush. So, warte, ich mach Gate hier. So, draufklicken. Damit es schneller geht, ja. Und klar, alle genauso weit wie der Priester mit der schnellsten Klasse. Ich möchte mich beschweren, ich wurde weggezogen. Reich ein Formular ein. Abgelehnt. Sieh dir eine Nummer. Muss einfach noch flauschiger werden, dann kann ich keine mehr ziehen. Und schon. Oder einfach einen Stummschalter anschmeißen. Dann verliert doch Tim 80% des Spaßes in diesem. Stimmt, das haben die Oman ausgeschaltet, ne? Die Grips oder was? Das ist Spaß? Ja. Echt? Das kann man wegmachen? Spaß, ja. Ja, hier mit dem hier. Dumm. Kannst du auch Spielzeuge wegmachen und alles. Jawohl, das ist erwischt. Verboten bei uns im Raid. Das hat sich ein Äpfel bei uns gemacht. Ich auch irgendwie, da wollte ich einen Schurken retten und irgendwie wegrippen. Und dann bin ich auf den gesprungen und den halt mit der Evoker-Fähigkeit in Sicherheit bringen und dann ging das aber dann nicht. Ich bin zwar zu dem gesprungen. Einfach über ihn hergefallen bist, war doch ehrlich. Das ist ja, aber wenn man mal zwischendurch richtig blöd, ne? Aber der Rest ist dann nicht passiert. Also ich denke, der hatte auch dieses Item. Also, du bist über ihn hergefallen und der Rest ist nicht passiert. Okay. Es funktioniert ja noch nicht mal dann Irreführung auf den Tank oder auf irgendeinem. Das ist ganz schön dumm irgendwie. Ja, ich hab jetzt noch. So, ich hab jetzt hier noch irgendeinen Krieger, Schurke, Monk, Evoker 411. Kopf von eben. Ich brauch den. Warte mal, Krieger, Schurke, Monk. Ich will gucken, ob ein Steinchen drauf sein kann. Ja. Mach ruhig. Ja, dann gebe ich dir den eben noch schnell. Ich hab M plus Helm dann demnächst sowieso. So. So, ready? Na dann. Ordentlich. Die haben aber noch KR-Cooldown, ne? Das ist egal. Oh, nee. Das geht doch jetzt nicht um. Ist jetzt schon, ist schon Gewohnheit hier. Spiel bitte trotzdem sauber, ne? Grausam? Trotzdem grausam spielen, ja. Sauber. Ich hab echt grausam verstanden. Links, rechts, das gelbe Ding hier beim nächsten Mal wird er nicht so nah ran. Ne? Das hat man auch besprochen. Und Koro, wir haben hier mal zwei gespielt, ne? Also bei 10. Okay. Mach die linken zuerst, Vorsicht. Unter dir. So, Performer geht, falls es nicht passt, mach ich neues. Beachte deine Schritte. Okay, noch ein neues. Du hast es schon genutzt? Das ist für jetzt gleich. Genau. 90% Energie, ne? 10% noch, dann müsste laufen. Okay, das Steve und aufheben. Upsi. Bist du reingedatet? Ja, gedasht, ja. Und laufen. Wir können zurück noch. Ui, ja, auf den. Nicht dahin zurück. Zurück, ja, ja.
Alle Ninja Ruine rein. Zu bait oder was? Hat komplett den Raid ausgedribbelt, gar keine. Also meine Gates sind wild. Ich weiß nicht, ob ich mich entschuldigen will. Das wäre dir nicht passiert, wenn du das Toy gehabt hättest. Ich wollte gerade sagen, aber ohne Toy geht das doch gar nicht. Irgendwie hast du das geschafft. Hast du in dem Moment auch die Fläche gelegt? Mal bitte noch ein Stückchen weiter rechts hier da. Ihr macht uns links da schon alles voll, ne? Guck mal, hier ist noch richtig viel Platz. Ich dachte, ich guck einfach eine Runde zu. Ah, ich mach die linken zuerst. Ist verdient. Das ist eine Option. Halt jetzt einmal kurz. So, ich stell gleich ein neues Gate. Ich. Beachte deine Schritte. Dieses Gate, ne? Ja, wenn's nicht anders geht, was willst du machen? Ey, wir haben 4 Dudus mit Raw. Die schnellsten Gate. Ja, aber ist doch das Easy, oder? Oh, Gate ist ja instant. Schon mal lernen für Dings. Gate ist ja instant. Giga Martin. Drückst eine Taste, musst du die Use-Taste überlegt haben. Fuck, fertig. Musst nicht mit der Maus hin, gar nichts. Die Use-Taste, das war's. Braucht man auch kein Item wie früher. Mit Makro und so. Nee, nee, Gino, das hast du falsch verstanden. Ohne geht das gar nicht. Ich muss rechts, wo läufst du denn so weit? Komm nicht nach rechts. Gesundheit. Ich muss auf den Husten machen. Ui. Dann müsst ihr das machen doch. Wenn Kurok solch mächtige Wesen erschaffen kann, sollten wir vorsichtig vorgehen. Die Gier auf den Hals wegen dem komischen Mann, was man da kriegt. Konfrontieren, müssen wir sie alle vernichten. Auch mal aufgieren. Den kann man doch eintauschen irgendwo, so, glaube ich, ne? Bloß keine Spinnen sind. Keine, ja, mit einem Ring zusammen oder irgendwas? Eintauschen. Wenn gegen eine Maus brauchst du den Hals und noch einen Hals. Ah, ist das nicht ein Ring oder irgendwas gewesen? Okay. Es sind 3 Ringe aus dem Dungeon für das eine Mount und 2 Hälse aus dem Raid für das andere Mount. So, ah, okay. Mein Hals! Ja, ach so, du hast hier Bedarf gedrückt, du Sau. Ja. Nee, hier wegen Auto-Dings, ne? Gear 100? Ja, okay. Was hier? Ja, ist egal, fuck it. Ja, nee, hier, wir rollen da gleich drum, ist ja kein Stress. Können wir das nach dem Dings machen? Erst ja. Machen wir jetzt Kurok erstmal, ne? Müssen wir den Trash hier noch spielen? Ja, ne? Tim? Oder? Ja, leider, wenn niemand weiß, wie das geht. Stefan? Schon. Lass mal hier links um die Ecke rum. Ich komm noch nicht wieder. Wartest du extra, bis ich meinen Spurt benutzt habe, um mich danach zurückzuziehen? Oder ist das Zufall? Das war gerade günstiger Zufall, aber gute Idee. Hilfe. Nicht in der Super-Basis. Ein Baphometer, ein Engel. Ja, wollte ich auch machen. Überhaupt zu Kurok hier? Ne, Sennert ist hier, ne? Ich komme jetzt zur Spinne, aber. Ja. Aber ist ja auch nicht schlimm, machen wir die. Stimmt, ist ja noch relativ gut. Aber nur gerade auslaufen, ne? Bei unserem Damage hier, das wird dann kein Problem sein. Hier hab ich auch gar nicht mehr gedacht. Ich kann erst danach drücken, ne? Ja, ich glaube schon. Weil hier dann die Barriere runtergeht, ne? Mhm. Hier, stimmt, genau, dann geht's hier weiter. Ja, machen wir halt Sennert, ist ja egal.
Uiuiuiui. Oh lala. Darfst du dir aber kurz mal einen einschenken lassen. Ah, okay, das Gift macht hier doch tatsächlich Damage, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ist richtig, kann ich bestätigen. Ja, ist ja beim Boss auch nicht so, ne? 100k pro Ding, ich bin einfach mal stehen geblieben und dachte, ich guck mal, was passiert. Was passiert? Hast du Auge gemacht? Ja, keine vernünftigen Heiler hier am Start, hab ich gesehen. Ey! Machen wir auch mal gegenheilen. Ja, war nicht instant. Ich hab jetzt auch noch keine Ahnung, resetten einmal, ne? Naja, ich hab den jetzt gerade hier gezündet. Alles gut. BOE. Oder? Ja, ist aber nur für VZ. Wir sind nicht allein. Wir werden verfolgt. BOE-Splitter. Geil. Was spürt ihr? Ja, das war schnell weg. Wie sieht aus, hier aus? Haben wir noch alle Food? Nee, ich stell mal auf Fies. Könnt euch. Hier gibt's einen Rapport. Im Fies. Das ist direkt daneben. Ja, ist daneben. Das geht, das geht. Oh. Wir haben genug Cleave, oder? Ja, ich denke schon. Cleave ist ja hier eh nur die Spinne, ne? Der Rest ist ja so ein bisschen. Den Rest macht Esther hier mit dem Sternenring. Passt schon. Ich habe gehört, du gehst auf 20? Muss nicht unbedingt sein. Magieschaden ist nicht meine Stärke. Sad Bear Noises. Ich dachte, du kannst reflecten. Ja, einmal. Einmal alle 20 Sekunden. Du musst aufheben für den 20er. Du musst den nur so hoch stacken lassen, dass du sie one-shot. Ich kann, also ist kein Problem, ich kann 20 Sekunden Spellblock mitnehmen. Das kann ich machen, dann ist kein Problem. So, nimmst du den Großen zuerst, ne? Mir ist egal, meinst du mit Großen das Große? Ja, mach mal. Die große Spinne. Nee, nimm mal die große Spinne, ich nehme die kleine Spinne. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Sind bestimmt alle ready. Okay. Hast du den Pulltimer nicht gesehen? War das schon? Nee. Okay, ich hatte schon Pulltimer gestartet, deswegen. Der Ready-Check war geil. Wegen der Sicherheit. Recast war schon da, weißt du? Jetzt habe ich mein DBM angeschrieben, jetzt habe ich aus Versehen gespottet. Und den Netzschuss hier, den kann man tatsächlich nicht beöffnen. Sehr traurig. High Energy. Ja. Finde ich auch, aber es ist, verstehe ich nicht, warum es nicht geht. Ich brauche falsches Skillern. Bei wie viel soll ich denn abschauen? Ja. Ich bin mal durch. Sobald sie mal dann Ignore Pain. Spricht, spott ich ab. Das wird nicht passieren, glaube ich. Solange wie ich Wut habe, kann ich da ja drauf drücken. Nicht geguckt. Ja, doch, guck mal jetzt. Jetzt macht er schon so ein Drittel Damage. Okay. Ja. Bin es da? Ich denke, passt auch gleich wieder auf und holt die hier vorne mit ran. Vertrauen. High Energy. Ja, ziemlich eisig hier alles. Guck mal nutzen, ihr könnt ja mal zählen, die Spinnen hier noch so nutzen. Nur keine 5006 aufbauen. Mit zu viele Stacks hat hier in die grüne Luftgruppe rein, ne? Ich kenn das Spiel. Stapel hoch. Stapel hoch. Verbrennen. High Energy. Na, können wir schon fast durchlaufen, ne? Ja, könnt ihr durchziehen. Habt ihr einen Raw? Ja.
Na, okay. Dann haben wir voll das. Geht die gleich hoch. Ich hab sogar eine Bossfight zurückgezogen. Kommt hier noch eine Spinne? Nee, ne? Hinten ist noch eine. Doch, ist da ja, nimm die mit hoch. Da kommt noch eine Spinne. Ja, ja. Geht mal hoch. Ist schon okay. Lass sie mal ihr Ding hier machen. Mach mal Damage. Ich nehm die mit hoch. Bei 5%, oder? Kommt sie? Ja, ja. Hier geht es eh. High Energy. Brauchst du nochmal rein, Tobit? Das kam gar nicht. Hm? Nee, weil das genau jetzt Zwischenphase war. Hab ich jetzt nicht gespottet, ne? Ja, das funktioniert. Ich kann nicht mehr passen, haben. Ja, ist jetzt hier vorbei. Alles gut. Okay, warte. Ah. Papier. Papierdruide. Nee, eigentlich der, der nicht gespottet wird. Und tschüss. Ich wünschte, Alex Strasser wäre hier. Man sollte ich gehe mal auf den Umhang, sonst wird Transmark, oder was? Oder ach, ihr habt jetzt auch alles schon gepasst? Ein andermal, mein Freund. Okay. Der große Beschwörer wartet. Ich würde für Second drauf gehen. Obwohl, nee, ich hab den, glaube ich. Ich hab den. 402? Ja. So. Gut. Kann ich so ja, Patrick hat jetzt sonst den Umhang, aber wir können ihn ja erstmal freuen, noch ne? Hier sowas hier, ne? Falls das noch irgendwer brauchen kann. 402 ist eigentlich maximal nicht interessant. Eigentlich für die Tonne, ja. So, dann habe ich jetzt das da, nennt sich Umhang. Transmog, oder sonst muss jemand eine Million rollen, wenn er den unbedingt dick braucht. Also das ist jetzt alles Transmog, nur Rolls, ne? Podcast. Ja. Ganz frech. Naja, ne, kriegst du nicht. Doch. Und dann, irgendeiner muss über Carsten kommen, das geht nicht. Nee. Wo bist du? Komm her. Ja, GZ, Tobi. GZ. Ah, guck mal da. Kuro, gönnt sich. So, und jetzt. Ja, das ist gut, ich brauch den nicht. Ich brauch keinen Transmog. Und das hier war ja das Ding, was man für irgendwelche Mounts noch benutzen kann, also keine Ahnung. Ach so, ja. Haben wir da nicht gerollt? Nee. Jedes Mal, Nee, Carsten, das hab ich nicht gesehen. Ja, dann verzichte ich auf den Hals, aber gib mir den Umhang. Peace. So, wer möchte denn jetzt? Du möchtest den Umhang. Dann kann den Hals nehmen. So, wer hat dann hier? Daniela war dann, ne? Tobi. Tobi hat 61, Tobi, ne? Ja. Vielleicht Tobi denn? Wo ist Tobi? Gibt's hier ein paar Leute vorne auch noch? Weil es gibt's hier Heiler gefüllt. Achso, ja, ich dachte, wir sind durch jetzt mit unseren zwei gewollt. Ja. Oh, ja. Okay, dann lass mich sterben. Ja, ich komme jetzt gerade runter, aber. Alles gut. Wir wollten eigentlich nur schnell die zwei Wolfdinger frei machen, ne? Könnt ihr noch durchsterben lassen? Ne, Martin ist doch bei euch, da schafft ihr doch. Martin! Heilung. Die Depression. Martin boykottiert das Ganze. Jetzt, guck mal, er hat sich geopfert, damit Tim überlebt. Ja, da will ich jetzt aber auch mal ein Dankeschön machen. 40 Jahre die Flippers? Richtig. Boah, nee, da sind mir zu viele Mobs, da bin ich nicht rein. Umdrehen. Das sieht ganz schön böse aus davor. Ja, rein, Mann. Ich weiß nicht. Kuro, da musst du jetzt halt durch. Ja, extra neben die Feder noch läuft. Ist hier Holstring oder was? Ich bin gleich tot. Ja, ich bin zurückgeworfen worden. Rein da. Ja, ich bin ja schon dabei. Was ist denn mit den Viechern los? Sind sie so gebufft? Die waren schon immer so krass. Hauen rein. Echt? Anstochen ist das. Ja, wird langsam haarig. Nee, bitte nicht. Hey! Hier kriegst du ein Rally, muss reichen. Jo, gute. Danke, hau rein. Du hast noch einen Engel Patrick, ne? Galerina, ja. Du kannst nicht resten, wenn du möchtest. Nee, hab ich nicht. Ich bin Engel. Dann gib mir mal bitte den Engel. Ja, du bist außer Range.
Biest ist man immer ein Waldrachen. Ach so. Easy, mach's gut, Carsten. Ja, das würde ich jetzt auch sagen, Gino, ist klar. Ja, ist echt so. Ich habe freigelassen, wollte wieder kommen, aber bin ein Waldrachen jetzt. Ich wollte euch ja helfen, aber ich bin leider ein Waldrachen. Ich war an der Front als erstes mit so Stefan, oder? Nee, doch. Ja. Ich war mit dir an der Front. Warum bin ich wieder reingerannt, Patrick? Gesundheitsstein, Heiltrank, alles benutzt, dann verreckt. Ihr hättet mich einfach sterben lassen können. So. Musste ein Opfer gebracht werden. Stimmt, nur Reese bist du wirklich hier. Naja, also rein technisch hat jetzt jeder die Vault aktiv, die dritte. Ja, außer Stefan jetzt, ne? Der ist ja später erst dazugekommen. Alles gut, ich habe bei M Plus schon ein Zweier gelaufen die Woche. Sehr gut, GZ. Hör, wirst du den Grundtag nicht mitgenommen, oder? Wir sind ja schon nicht in der Overtime. Also von daher. Steve, ich bin ja am Mittwoch schnell noch ein paar Zweier gelaufen für schnelle Tapferkeitspunkte und ab Donnerstag war ich ja weg. Also im Moment sieht es halt